Monitor-Logbuch der USS Hawking, Commander Variks, Sternzeit 53576,9. Nach dem Zwischenfall mit unserem Computerkern sind nun alle Systeme wieder in voller Bereitschaft. Die Ursachen der Fehlfunktion des Schiffschronometers werden von unseren Wissenschaftsteams weiterhin untersucht. Ja, genau. Da steigen wir auch direkt wieder ein, wo wir aufgehört haben. Ihr habt eine kleine Schiffskrise überwunden das letzte Mal. Und Lieutenant Ree und Chief Farron, der letztes Mal zumindest schon als NPC vorhanden war, oder Chief Farron, wie ist es denn lieber? Farron, Farron, wir haben so eine komische Mischung der Aussprachen gemacht. Farron. Ihr wurdet vom Captain darauf aufgefordert, rauszufinden, was es mit dieser Strahlung auf sich hat, die irgendwie euren Computer lahmgelegt hat. Das heißt, wir könnten tatsächlich direkt mal da loslegen, dass wir stellen uns wieder vor, so ein bisschen so eine Kamerafahrt, wie sich der Captain auf den Weg macht, durch das Schiff, Richtung wahrscheinlich entweder eins der Wissenschaftslabore oder vielleicht sogar dem Maschinenraum, je nachdem, wo ihr am ehesten dabei seid. Ich denke mal, vielleicht seid ihr sogar im Maschinenraum diesmal, um die Maschinen des Computers zu modifizieren, um eben zu versuchen, größere Analysen laufen zu lassen. Oder direkt im Computerkern. Genau. Den Mairi letztes Mal, den Luna Variks letztes Mal so dramatisch runtergefahren hat, genau. Ja, ihr seid, genau, das heißt, da können wir gleich mal einsteigen. Der Captain ist auf dem Weg zu euch. Ihr seid vor die Aufgabe gestellt worden, rauszufinden, was mit dieser Strahlung auf sich hat. Anselm, in ein Re hat glücklicherweise, wie wir jetzt auch festgestellt haben, ein ziemlich großes Wissenschaftsteam auf diesem Schiff zur Verfügung. Also eine ganz schöne Personalverantwortung über, ich glaube, die fast die Hälfte der Besatzung, der 80-Mann-Besatzung sind Wissenschaftler auf diesem Schiff. Ich meine, es ist ja auch ein Wissenschaftsschiff, das heißt, wir sind alle Wissenschaftler auf diesem Schiff. Alles Wissenschaftler, genau. In der Sternenflotte. Ich nicht. Fast und, alle Wissenschaftler. Genau, fast alle. Genau, und genau, du bist im Maschinenraum, du sitzt zusammen mit dem Chefingenieur, einem etwas älteren Bajoraner, der da alles einigermaßen zusammenhält und der euch letztes Mal auch schon geholfen hat, den Computer zurückzusetzen. Einigermaßen? Der alles total professionell zusammenhält. Sehr viel Erfahrung gesammelt unter Chief O'Brien auf Deep Space Nine. Wurde dann versetzt auf euer Schiff. Und wir fangen am besten mal direkt bei euch an. Ihr habt diese Aufgabe bekommen. Wie würdet ihr denn das jetzt angehen? Ihr seid im Maschinenraum, ihr habt Teams, ihr habt Ressourcen. Und der Captain wird wahrscheinlich demnächst ein Update von euch verlangen, was euer Plan sein wird. Ja, ich schlage vor, dass wir das Ganze erstmal theoretisch besprechen, durchdenken, dass wir alle Vorschläge sammeln, uns den Besten heraussuchen, uns dann einen Plan machen und diesen umsetzen und nicht einfach wie Ingenieure wild drauf losbauen und einfach ausprobieren. Wild drauf losbauen und einfach ausprobieren. Ich habe die Sensorparameter angepasst, der Computerkern wird momentan komplett spektrumüberwacht. Und die Ergebnisse daraus müsst ihr auswerten. Das ist nun mal euer Fachgebiet für eine Strahlung, die kein Mensch kennt. Ja, Chief, ich habe schon gesehen, dass sie die internen Sensoren angepasst haben, aber einfach anpassen und nicht wissen, wonach wir sie ausrichten, wonach wir sie anpassen, ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Am Ende machen wir uns Doppeltarbeit, also machen sie sich Doppeltarbeit für nichts. Deswegen schlage ich vor, dass wir erstmal zusammentragen, was wir wissen. Also, unseres Wissens nach kam diese Strahlung von keiner uns bekannten Quelle. Keine Explosion, kein Torpedo, kein Gerät, das auf das Schiff gebracht wurde. Diese Strahlung war einfach im Raum. Was sagt uns das? Was könnte das sein? Ich schaue mich auch mal in die Runde um. Also 40 Leute, nein. Da stehen irgendwie so zwei, drei. Der Maschinenraum hat nur Platz für 6. Also so groß ist der von dem Schiff nicht. Also deine Wissenschaftsteams sind wahrscheinlich an ihren Stationen, aber da stehen so zwei, drei Mitarbeiter aus dem Maschinenraum stehen da und gucken dich so ein bisschen fragend an. Und vielleicht hast du dein Paar von den Wissenschaftlern von letzter Woche mitgebracht, dass die da mithelfen oder dass ihr da
Ja, wollt, irgendwie willst schon du mit allen haben. Brainstormen, oder? Also die Techniker werden alle mal unterwegs gewesen sein in der Woche und haben alle Systeme überprüft auf abnormale Funktionen auf jeden Fall. Mhm. So, und die Frage ist auch, ob diese Strahlung vielleicht auch etwas anderes befallen hat als den Computerkern. Chief, ich schlage vor, haben Sie schon eine komplette Systemdiagnose aller Systeme gemacht? Wir machen momentan die Spektrum der einzelnen Geräte und der einzelnen und anschließend der Gesamtfunktionsweisen. Weil wenn die Geräte einzeln wären, sonst haben wir ganze Sektoren, die nicht funktionieren, wenn es nur ein Gerät ist. Gut, ich schlage vor, wir machen das zunächst und wenn uns das Ergebnisse liefert, dann sind wir schon mal ein gutes Stück weiter. Also würde ich sagen, ich helfe jetzt dem Chief dabei, alle internen Systeme zu überprüfen, ob die Strahlung irgendwo anders noch was ausgerichtet hat. Okay. Ich würde sagen, in dem Fall ist das sogar eine Schwierigkeit null, nur weil es euch einfach nur Zeit kosten wird. Ihr könnt aber trotzdem gerne würfeln, wenn ihr damit Momentum aufbauen möchtet. Momentum? Ja, ich würde sagen, das ist ja durchaus was, was den Ingenieur angeht. Deswegen würde ich sagen, wir lassen den Chief Officer, Chief nicht Officer, Chief Ingenieur hier würfeln. Ich könnte dann höchstens unterstützen. Okay, dann darf der Chefingenieur gerne mal auf Insight und Engineering, würde ich sagen, macht Sinn, weil ihr analysiert ja die Systeme. Und das ist eine Schwierigkeit 0 und ihr habt standardmäßig 2 Würfel und Anselm, du darfst mit einem Würfel unterstützen. Wie stelle ich die Schwierigkeit auf 0? Da ist keine. Lass sie einfach auf 1 gestellt. Und wenn du assistierst, Anselm, kannst du auch mit einer anderen Disziplin unterstützen. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich möchte lieber mit Reason und Science unterstützen, dann würdest du versuchen, sozusagen den theoretischen Teil zu übernehmen, während der Chief mit seinem Team genau. den praktischen Teil. Ich unterstütze theoretisch. Sind das die hauptsächlich ja die Energiesysteme jetzt, die wir nachgehen, auf alle Anlagen im richtigen Parameter, oder? Du möchtest darauf abzielen, dass du einen Fokus verwenden kannst? Ja. Ja, kannst du von mir aus verwenden, weil der Chief hat da einen Fokus auf Energiesysteme, das stimmt. Also ich bin nicht sonderlich hilfreich. Also deine theoretische Hilfe bleibt leider nur theoretisch, mit keinem Erfolg. Aber immerhin bist du dabei und gibst wahrscheinlich so hilfreiche Tipps aus dem Off. Also so. Ja. Immerhin gab es keinen Abzug dafür. Genau. Ich nicke, wenn er Sachen sagt, die schon beim Eintipp erledigt sind. Genau. Ja, wie sieht's aus, Chief? Also der Chief hat 2 Erfolge gewürfelt und damit könnt ihr euch sogar schon 2 Momentum notieren, weil ihr die jetzt ja für die Aufgabe nicht gebraucht habt. Bleiben die übrig, dann habt ihr schon mal ein bisschen Momentum. Genau. Ja, also es dauert, ich sag mal so, vielleicht so 1-2 Stunden. Ihr wurschtelt euch durch jedes System. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ihr habt da euer Team, ihr geht durch alles durch. Du läufst immer einmal vom einen Ende in ein Reef, vom Maschinenraum zum anderen, wenn du gerade nichts helfen kannst und gibst Kommentare ab, während dieses der Chief... Das berühmte Bild, wenn der Techniker in der Jeffreys-Röhre steckt und ein Wissenschaftler mit dem Rekorder oben drüber steht. Und genau, das heißt, ihr seid jedes System, ist das Schiff einmal durchgegangen und ihr könnt aktuell keine Spuren mehr finden von irgendeiner Fehlfunktion. Also ihr habt tatsächlich alles einigermaßen repariert. Eine Frage hätte ich an der Stelle noch. Ihr habt am letzten Mal die Sicherheitsprotokolle des Computerkerns umhackt. Also ihr habt quasi euch einen Hintereingang in den Computerkern reingehackt. Macht ihr das oder habt ihr das wieder rückgängig gemacht oder wollt ihr das da lassen als Hintertürchen, falls man das mal braucht oder so? Ich glaube, wir hätten vielleicht nicht die mit dem Brechstange Version gemacht, sondern etwas formschöneres installiert mittlerweile. Dass man nicht so extrem Chief. Aber auch keine Sicherheitslücke dabei entsteht, sonst kriegen wir Ärger mit dem Sicherheitschief, der hat da was dagegen. Okay, also das heißt, ihr habt das alles wieder dicht gemacht eigentlich, aber habt es vielleicht ein bisschen verbessert mit der... Chief, welche Strahlung, die man im Raum findet, ob jetzt künstlich oder ein natürliches Phänomen, befällt nur einen Computerkern? Und dann auch nur die chronometrische Einrichtung, das ist das Merkwürdige daran. Mit dieser Fragestellung schneiden wir ganz kurz rüber zum Captain. Die ist auf der Brücke zusammen mit dem mit ihrem ersten Offizier. Und du hast deinem Team die Aufgabe gegeben, sich diese Strahlung mal näher anzuschauen und hast jetzt eine Weile nichts mehr von denen gehört.
Varix an Lieutenant Ree. Wie ist der Status mit Ihrer Untersuchung? Haben Sie festgestellt, ob unser Schiff jetzt frei von dieser Strahlung ist? Oder haben Sie noch andere Punkte gefunden? Ja, Lieutenant Ree hier, Captain. Wir haben... Chief Alec hat alle Systeme gecheckt. Das hat eine Weile gedauert, aber wir haben festgestellt, dass nirgendwo mehr Spuren oder nirgendwo Spuren von dieser Strahlung aktuell zu finden sind. Das muss nicht heißen, dass sie kein einziges System befallen hat, unter der Prämisse, dass allerdings wir die Strahlung vom Computerkern säubern mussten, würde ich schließen, dass die Strahlung auch wirklich nur den Computerkern befallen hat. Darf ich da ganz kurz dazwischengrätschen? Ja, bitte. Als du die Nachricht an den Captain schickst, kriegst du definitiv deine telepathisch-empathischen Sensoren spiken plötzlich eine Reaktion von Chief Farron, der nämlich Bajoraner ist und den du gerade mit Vorname angesprochen hast. Und der wahrscheinlich irritiert war in diesem Moment. Ich kann das auch kommentieren, wenn ich das höre. Ich wusste gar nicht, dass die beiden so nahe stehen. Also, ich meine, die Fraternisierungsregeln sind relativ locker an Bord von Sternflottenschiffen. Aber sollte da noch irgendwas weiter passieren, laden Sie uns ein. Ich habe beschlossen, ich schaue irritiert zum Chief rüber. Ah, ich verstehe. Ich muss mich entschuldigen, Chief. Kulturelle Eigenarten haben mich nie sonderlich interessiert. Ja, wie auch immer, Captain, es wird noch eine Weile dauern, bis wir Ergebnisse haben. Ich werde mal die Datenbanken durchforsten, was es für Einträge gibt bezüglich natürlicher oder auch künstlicher Strahlung im Raum, die wirklich nur Computersysteme befällt. Es könnte sein, dass es was damit zu tun hat, dass der Computer eine künstliche Intelligenz ist. Ich werde meine Untersuchungen mal in die Richtung lenken. Ich möchte nochmal aus dem Chat darauf hinweisen, dass der Florian wirklich sehr viel leiser ist als wir anderen und ob man da noch irgendwas dran drehen kann. Ich verstehe dich auch selber schlecht. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es da draußen ankommt, aber Wendel schreibt zum Beispiel, er versteht dich nicht sehr gut. Es ist vielleicht eine Möglichkeit, dass ich weiß nicht, wo dein Mikro ist, geht das vielleicht noch ein bisschen näher zu dir? Wenn ich es noch näher stelle, habe ich es im Mund stecken. Wie sieht das denn aus? Und jetzt? Halt's mal in den Mund. Dann muss ich einfach nur lauter sprechen. Das kann ich ja auch, das wisst ihr. Also das sah für mich lauter aus vom Pegel her. Ja, also... Und guten Appetit. Lecker. Lecker. Wir müssen Chief Farron einfach nur wütend machen. Genau. Wenn ich jetzt... Scheiße, Kindergarten! Ich glaub's noch! Das war laut genug. Ja. Ich habe dein Mikro jetzt nur ganz kurz gesehen, aber es sah so aus wie ein ganz altes Star Trek-Kommunikatorgerät. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn man das sieht. Ja, weil die Halterung ist nicht so ganz tauglich. Na gut. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum es so aussieht. Okay. Ich hoffe, das Problem haben wir damit geklärt. Ja, genau, aber sag Bescheid, wenn es nochmal nicht laut genug wäre oder so. Das wäre ja dann nervig. Okay, Entschuldigung. Ja, wo wart ihr stehen geblieben? Es ging Ich hatte gerade vorgeschlagen, ich hatte gerade die Theorie formuliert, dass es die Strahlung den Computer befallen hat, weil der Computer eine künstliche Intelligenz ist. Ich habe dem Captain gemeldet, dass ich die Untersuchungen gerne in die Richtung lenken würde, aber dabei, Captain, handelt es sich nur um eine Theorie. Im Moment ist es nur eine vage Ahnung, die diese stützt. Zugegebenermaßen habe ich keine bessere Theorie, auch wenn mir das etwas weit hergeholt vorkommt. Die Spielleitung versucht mir ins Hirn zu flüstern. Was will sie flüstern? Nein, spielt ihr das ruhig zu Ende. Ich wollte nur spielerisch Anweisungen geben, wie wir das dann abhandeln. Dann verfolgen Sie das doch weiter. Und Lieutenant Ree, wie geht es Ihren Forschern, die bei dem Zwischenfall verletzt wurden? Captain, bei allem Respekt, ich weiß es nur so bedingt. Ich würde aber vorschlagen, dass wir Dr. Baker in dieser Angelegenheit befragen. Ich werde das tun. Entschuldigung. Das fände ich sehr gut. Lieutenant Ree, Sie sind für diese Leute verantwortlich. Kommandierender Offizier zu sein, heißt in dem Fall nicht nur, dass man die Befehle gibt, sondern dass man auch darüber Bescheid weiß, in welchem Zustand all die Personen sind, über die man verfügt.
Ja, Captain. Vielen Dank. Melden Sie sich, wenn Sie weitere Erkenntnisse haben. Ja, Captain. Variks Ende. Und dann ein Blick rüber zu Rodriguez. Eine junge Crew. Eine ausgesprochen junge Crew. Ich muss in die andere Richtung schauen, glaube ich. Obwohl, immer richtig. Ja, Captain. Aber ist doch angenehm, oder? Wie alt war denn im Schnitt Ihre letzte Crew? Beziehungsweise... Das ist natürlich schwierig zu mitteln, weil da auch mehrere Spezies dabei waren, die relativ langlebig sind. Sobald ein Vulkan ja dabei ist, wird der ganze Schnitt verzogen. Aber ich würde sagen, im Schnitt waren sie etwas älter. Aber ich bin auch jünger als bei meiner vorletzten Crew zumindest. Insofern. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass sie alle ihre ausreichende Menge an Holodeck-Zeit bekommen. Ich bin immer noch an der Zuteilung der entsprechenden Slots. Es gab immer noch Beschwerden. Aber ich bin jetzt fast fertig. Achso, was Mayri, was du gerade angesprochen hast mit dem, dass du auch mal älter warst oder jünger warst. Ich glaube, wir haben vergessen zu erwähnen, dass du in Trill spielst und dass natürlich du auch schon verschiedene Positionen innehattest während deinen verschiedenen Leben, wo du mal selber mal älter oder mal jünger warst. Und theoretisch bist du auch eine der Ältesten hier auf dem Schiff, wenn man es ganz genau nimmt. Das ist natürlich was Rodriguez ständig vergisst, dass du eigentlich viel älter bist, als du aussiehst. Ja, also sie wirkt wie eine relativ junge Offizierin, aber Trill bekommen manchmal eine Vorzugsbehandlung, wenn sie schon mehr Erfahrung dank ihres Symbionten haben. Zumindest redet sie sich das ein. Wir haben ja schon etabliert, dass dein vorheriger Symbiont einen der Starfleet-Admiräle kannte. Das heißt, entweder war die auch schon in Starfleet oder kannte den irgendwo anders her, wer weiß. Haben wir eigentlich vorhin Momentum aufgebaut bei dem Wurf von Florian? Ja, zwei. Danke. Tada! Ja, ich wollte jetzt... Genau, du wolltest noch... Ree wollte noch bei Baker nachfragen. Ja. Zunächst einmal würde ein anderer Bitasoid in meiner unmittelbaren Nähe merken, dass ich genervt davon bin, sozusagen auf meine... eine gewisse Lehreinheit bekommen zu haben und das auch noch über den Kommunikator. Ree schluckt dann den Ärger fachmännisch runter und lakonisch, Kommunikator, Lieutenant Ree an Dr. Baker. Baker hier? Dr. Baker, wie geht's? Sitz, Gordon, sitz! Wie bitte? Oh, Entschuldigung, was gibt's? Wie geht es den restlichen Wissenschaftlern auf der Krankenstation? Oh, die wurden schon gestern wieder in ihr Quartier entlassen. Ah, ging es ihnen da gut? Ja, das ist normalerweise Voraussetzung dafür. Schön. Vielleicht sollte ich sie mal besuchen. Und schauen, ob sie dienstauglich sind. Ich kann sie einfach fragen, sind sie wieder dienstauglich? Geben sie ihnen noch 2-3 Tage. Gut, dann teile ich Ihnen in 2 bis 3 Tagen Schichten zu. Vielen Dank, Doktor. Ecke aus. Nun gut. Ihr habt jetzt quasi, ich würde das jetzt so handhaben, dass ihr jetzt im Hintergrund sagt, okay, unsere Teams, die verfolgen jetzt diese Forschungsfrage. Also du hast jetzt quasi deine Teams drauf angesetzt, das zu verfolgen und ich würde dann quasi am Ende der Folge oder in regelmäßigen Abständen, wenn wir darauf wieder zurückkommen, dann eben mal würfeln lassen und mal schauen, was bei rauskommt. Gut, für die Frage, wer Gordon ist, das ist Commissioner Gordon, das ist der neue, Hund für die psychische Entlastung der Crew. Was macht eigentlich Dr. Baker den ganzen Tag, wenn er keine 3 Wissenschaftler, die beinahe in einem Labor gestorben wären, behandelt? Natürlich die Gesundheit der Crew auf Stand halten und am Holometall der Krankenstation rumprogrammieren. Ich bin ja immer noch dabei, das medizinische Notfallhologramm zu aktivieren und abzugraden und meine bisherigen Übungen waren halt die entspannende Waldlichtung und der Beagle. Ein Beagle, ein holographischer Hund als Therapiehund sozusagen. Genau, Therapiehund war das Wort, was ich suchte. Ein holographischer Notfall-Therapiehund. Commissioner Gordon. Bin ich gut. Guter Name für einen Hund. Das muss ich mir vielleicht mal irgendwo notieren, dass wir das wieder aufgreifen können. Das wird sich Tim schon merken.
Wir haben einen Hund an Bord. Ich werde ihn ausfindig machen. Einen holographischen Hund? Ja. Ich werde sehr enttäuscht sein, wenn er sich auflöst, sobald ich aus der Krankenstation gehe. Computer, erschaff mal einen Hund, der süßer ist als alle anderen Hunde. Das Universum implodiert. Das klingt nach einer ziemlich furchtbaren, schlimmen, dramatischen Holodeck-Folge, wo dieser Hund irgendwie alles zerstört, weil er zu niedlich ist. Ja. Gut, dann... Er kann sich das notieren für die Staffel 2. Dann teilen wir entsprechend unsere Teams auf. Mhm. Eichen Sie eben auf dieses Ziel. Ich denke, wir können auch mit den Ingenieuren und den Wissenschaftlern so ein bisschen zusammenarbeiten, dass sich die einen halt mehr um das, sagen wir mal, darum kümmern, so ein bisschen zu analysieren, was macht eine künstliche Intelligenz mechanisch aus. Die anderen ein bisschen mit der Nachforschung über Weltraumanomalien, eventuell auch über intelligente Lebensformen, die schon mal mit KIs kommuniziert haben oder ähnliches. So, vielleicht gibt es da Präzedenzfälle auf irgendwelchen anderen berühmten Schiffen, von denen schon auf der Akademie Vorlesungen gehalten wurden oder ähnliches. Mhm. Okay, ich habe mir das notiert und da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, wenn ihr da ein bisschen Fortschritte gemacht habt. Sag uns Bescheid, wenn das eine totale, wenn wir irgendwann merken, dass es nirgendwo hinführt. Das wäre auch in Ordnung. Natürlich kriegst du Techniker und Ingenieure nur auf Abruf, weil die haben das Schiff im Stand zu halten. Dann hast du ja selber genug Wissenschaftler. Es gibt tatsächlich nicht so viele Ingenieure auf dem Schiff. Also es ist ein relativ kleiner Maschinenraum und relativ kleine Crew, aber du kannst, also laut den Regeln hast du auch die Möglichkeit, quasi könnt ihr in der Runde gemeinsam immer einen bis drei NPC quasi sozusagen abstellen, die ihr euch quasi borgt für die Runde. Wenn ihr sagt, wir brauchen jetzt in dieser Runde unbedingt noch eine Krankenschwester zum Beispiel, dann könnt ihr sagen, wir erschaffen die uns jetzt eine Krankenschwester und die nehmen wir dann jetzt mit. Aber das könnt ihr quasi nur bis zu drei machen, weil mehr geht nicht, weil der Rest ist dafür zuständig, das Schiff am Laufen zu halten. Ich finde, dass das auch noch mehr von den Wissenschaftlern und anderen Offizieren dann Ingenieurzusatzkurse belegen können. Wenn wir gerade bei Untersuchungen sind, werde ich vermutlich, oder habe ich bei den, auf jeden Fall bei den Verletzten, bei den Besatzungsmitgliedern, aber vermutlich auch bei mir selbst und irgendwelchen Leuten, die freiwillig in der Krankenstation waren, nachdem sie am Computerkern waren, Untersuchungen gemacht im Blutbild und auf dem Stoffwechsel auf irgendwelche temporalen Veränderungen. Hm? Okay. Verjüngung oder ähnliches. Okay, dann das notiere ich mir einfach mal zusammen mit den Wissenschaftsforschungen und da kommen wir dann auch später nochmal drauf zurück, wie das weitergegangen ist. Aber das ist interessant. Das ist interessant. Okay, dann haben wir noch ein Crewmitglied, was bisher noch nichts getan hat, nämlich den ersten Offizier, der am Koordinieren ist und die ganze Zeit den Holodeck-Plan macht. Ich stelle mir das so vor, dass ich den ganzen Tag am Micromanagen bin. Ich meine, der Workflow auf so einem Schiff muss sich ja auch erstmal einpendeln die ersten paar Wochen. Das heißt, es werden sicher viele Beschwerden kommen von Leuten, die völlig falsch zugeteilt sind, völlig falsche Schichten haben. Da wir ja in 200 Jahren alle bessere Menschen sind, wird es sicherlich keine Beschwerden geben, dass irgendwer nicht mit irgendwem klarkommt oder sowas. Das heißt, 50% der Arbeit eines heutigen Managers fällt wahrscheinlich schon mal weg. Aber ich bin sicher, es gibt trotzdem viele kleine Baustellen zu bearbeiten, die alle unter Alltag fallen. Ich denke vor allem, dass es auch daran liegt, dass ein Teil der Crew, nämlich größtenteils das Wissenschaftsteam, schon vorher auf dem Schiff war und die schon so zusammengeschweißt sind, aber jetzt eine neue Kommando-Crew quasi dazugekommen ist und das einfach an allen Stellen so ein bisschen irgendwie hakt und dann nochmal Sachen geklärt werden müssen und die Leute kennen auch dich und den Captain noch nicht so gut und Wenn die Hälfte der Leute Wissenschaftler sind und Rie unterstehen, dann ist das ja schon mal primär nicht mein Problem. Das heißt, die meisten Sachen müssen wir klären. Ich glaube, Rhee hat nicht mit so viel Führungsverantwortung gerechnet, als er diesen Job übernommen hat. Ja, gut, ich meine, wenn es jetzt um wissenschaftlichen Kram geht, dann wird er das mit Ihnen klären. Alles andere ist natürlich dann meine Verantwortung. Ich würde es jetzt mal noch verallgemeinern. Wir haben wahrscheinlich einen Teil der Wissenschaftler, sind wahrscheinlich einfach ganz normale Board-Crew, die sich auch zum Beispiel um so Standardaufgaben kümmern wie Sensoren. Ihr habt ein Astrometrics-Lab, wo ihr quasi Weltraumphänomene untersucht. Da gibt es auch so ein paar Sachen, die einfach so weitergelaufen sind. Also da könnte zum Beispiel jetzt der Captain auch irgendwann sagen, stoppt bitte alle diese Standardaufgaben, die ihr macht. Wir machen jetzt was ganz anderes.
sondern dann gehen wir einfach davon aus, dass ein Teil der Schiffsfunktion auch einfach ist, das Weltraum um euch herum zu studieren und da auch Daten zu sammeln. Das war auch der Sinn, ihr wurdet ja schließlich außerhalb der Föderation geschickt und das war auch ein bisschen Teil der Mission, dass ihr eben auch den Weltraum dort untersuchen sollt, auf dem Weg sozusagen. Das heißt, das machen die auch. Die machen einfach ihren Job weiter, bis du ihnen sagst, dass sie was anderes machen sollen. Genau, der Captain hat dir aber auch noch was, beziehungsweise du hattest nochmal einen Plan für, du wolltest ein Notfallprotokoll einrichten, um zu verhindern, dass solches Chaos wie letzte genau, Woche. Genau, falls sich die Systemzeit nochmal zurücksetzt. Genau, also wenn der Computer mal wieder alles zurücksetzt, genau, hast du irgendeine Idee, was du dir da so vorgestellt hast? Arbeitest du mit den Sicherheitsteams zusammen oder ist das eher so eine technische Sache? Oder? Ja, im Grunde geht es darum, dass falls das Problem nochmal auftritt und wir bis dahin keine Lösung gefunden haben, einfach die gleichen Schritte nochmal ausgeführt werden wie letztes Mal, nur schneller. Also dass wir direkt genau das Gleiche nochmal machen, was aus meiner Perspektive einfach nur war, den Computer außen wieder anzumachen. Also den Schalter etwas zugänglicher zu gestalten. Vielleicht kann man das zugänglicher gestalten, genau. Vielleicht kann man da irgendeine Routine schreiben, die einem direkten Zugriff auf diese Kontrollen verleiht von der Brücke aus und das Problem dann mit einem Knopfdruck lösen im Endeffekt. Wie man das dann macht, ist mir egal, ja. Ich muss das ja nicht verstehen, aber ich hätte das gerne. Okay. Der Offizier ist offensichtlich eine typische Netzwerkerposition. Ja. Was dachtest du denn? Können wir das über deine Befehlsgewalt irgendwie abhandeln? Das wäre natürlich gut. Also du machst das ja nicht selbst, wie du sagst, sondern du gibst ja Befehle anderen Leuten. Meine Befehlsgewalt. Genau. Presence and Command. Du gibst also Befehle für, also du gibst, du machst ein Protokoll, das in Zukunft dann dir die Befehle abnimmt durch Knopfdruck sozusagen. Nee, ich mach das Protokoll nicht, ich lasse das Protokoll machen. Du lässt das von jemandem erstellen, ja. Genau. Dann, ja, aber dann machen wir es tatsächlich über deine, wie gut kannst du dieses Team, was du jetzt gerade zusammenstellst, briefen in dem, was du willst. Also wie gut kannst du denen beschreiben, was du möchtest, was sie für dich erstellen. Das wäre dann eher Insight, oder? Als Presence wahrscheinlich. Oder Control? Ja, ich finde, Control vielleicht tatsächlich eher, weil du eben das Team kontrollieren musst. Also machen wir mal Control und Command und schauen einfach mal. Und ich denke, du darfst sogar einen Fokus hierbei nutzen, weil du nämlich ein guter Teamplayer bist. Ich bin ja Teamplayer, genau. Du kannst dem Team das Gefühl geben, dass du ja auch Teil des Teams bist, auch wenn du eigentlich gar nichts machst. Also wir klicken hier in den Roll20-Charakterbögen rum. Das sieht man jetzt nicht, aber ich erzähl's mal dem Chat. Das heißt, ich mache hier Fokus an, weil ich einen passenden habe. Ich würfle mit zwei Würfeln. Und ah ja, die Schwierigkeit ist in dem Fall, eins, das ist dein Job. Okay, und genau, und das funktioniert auch prima, das heißt, zwei Erfolge, genau. Ja. Das ist zwei Erfolge und Mairi darf einen weiteren Erfolg in euren Momentum-Pool schmeißen. Schuckdudu! Mann, das war sehr inspirierend, genau so werde ich es umsetzen. Vor allem der Chefarzt sagt das jetzt. Ich bin jetzt gerade irgendwer anders. Genau, du hast irgendwelche Fähnriche gerade sehr beeindruckt mit deinen Führungsqualitäten. Oh, Commander Rodriguez, der ist richtig cool. Also, aus dem wird nochmal was. Ganz. Genau. Nico merkt ja was, aber irgendwas. An mir vorbei. Auf jeden Fall. Das heißt, ja, du hast ein Notfallprotokoll installiert. Das ist interessant, weil falls ihr später nochmal irgendwann das eben braucht, dann wissen wir jetzt, okay, ihr habt das, um mit solchen Situationen umzugehen. Okay, das ist sehr cool. Außerdem hat Commander Varix noch gesagt, dass sie nochmal bitte in den Sternenflotten Kontakten sich einmal kurz kümmert. Das müssen wir jetzt nicht ausspielen, aber dass sie die Kommandocodes der früheren Kapitänin hat, die hast du jetzt parat. Also, wenn nochmal irgendwann das Schiff denken sollte, dass es du nicht der Captain bist, dann hättest du zumindest die Kommandocodes von noch einem anderen Captain parat. Und das ist ja schon mal etwas. Ja, besser zwei Notfallstrategien als nur eine. Genau. Genau, ich würde jetzt hier an dieser Stelle einfach mal weitermachen. Es sei denn, es gibt noch irgendwas mega Wichtiges, was ihr als Charaktere auf dem Schiff noch unbedingt erledigen wolltet, bevor ich euch dazwischen gerätsche. Nee, Duna lernt weiter den Namen von Crewmitgliedern auswendig.
Das ist gut. Sie sitzt da mit einem Pad und wirkt sehr ernst, als würde sie sich mit irgendetwas ganz Komplexem beschäftigen, aber sie will einfach nur nicht Leute mit falschen Namen anreden. Ja, und wenn ich Zeit habe, baue ich noch ein paar Holodeck-Level nach aus den Abenteuergeschichten, den spanischen meiner Kindheit, die ich dann natürlich als Belohnung mit den Leuten teile, die besonders gute Arbeit geleistet haben. Also die lade ich dann ein zu meiner Holodeck-Zeit. Mhm. Hatte ich ja mit Lieutenant Dree schon besprochen. Mit wem? Du gehst mit anderen Crewmitgliedern aufs Holodeck und spielst mit denen die spanischen Abenteuergeschichten weiter? Ja, so als Teambuilding-Maßnahme. Teambuilding, das ist cool. Okay. Natürlich nur mit denen, die cool sind. Ich würde sagen, das ist tatsächlich, das läuft richtig gut. Also erstens mal gibt es einige von den Crewmitgliedern, die das Holodeck noch gar nicht benutzt haben, weil wir waren wahrscheinlich noch nicht dran. Und das Holodeck ist ja auch neu eingebaut worden. Das heißt, für gerade so einen jungen Crewmember aus dem Wissenschaftsteam hast du damit mega total beeindruckt. Also es gibt jetzt mindestens einen in der Crew, der auf jeden Fall dich unglaublich cool findet und jetzt auch dich gefragt hat, ob er das Holo-Programm auch, wenn er das nächste Mal seine Holo-Zeit hat, vielleicht mal selber weiterspielen darf. Und ja, natürlich. Ich sehe das. Ohne dich. Kulturellen Austausch. Wie bitte? Das war so übersteuert, dass ich es nicht verstanden habe. Entschuldige, ohne dich. Klang da irgendwie drin mit. Dann wahrscheinlich mal alleine ausprobieren. Wahrscheinlich würde das Crewmitglied in dem Moment tatsächlich dich voll gerne fragen, ob du mitgehen willst, aber traut sich nicht. Mhm. So. Aber guter Ruf in der Crew. Kann nie schaden. Okay. Ich hol kurz was, aber macht weiter. Er ist kurz im Holodeck. Ja. Also während der Commander gerade, der Lieutenant Commander Rodriguez auf dem Holodeck Abenteuergeschichten spielt, erreicht die Hawking tatsächlich die letzten bekannten Koordinaten der USS Larson. Das heißt, ihr seid ein paar Wochen durch den Weltraum geflogen und ihr hattet die ganze Zeit ein Ziel, nämlich die Koordinaten, wo das Schiff, die Larson, das letzte Mal gesehen wurde von der Crew, die damals leider wegen einem kompletten Systemausfall das Schiff verlassen musste mit Escape Pods. Rettungskapseln, so. und dann größtenteils von Cardassianern aufgesammelt wurden und den Rest des Krieges in einem Gefangenenlager verbracht haben. Und ihr habt diese Koordinaten und nicht viel mehr. Und da seid ihr jetzt angekommen. Captain, wie geht ihr weiter vor? Commander Rodriguez, die ganzen Einteilungen für die nächsten Schichten stehen? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mit einem ganz normalen Betrieb weiter. Leutnant Dree? Ja, Sir? Ich fände es gut, wenn wir jetzt die verbesserten Sensoren in den Einsatz bringen würden, um zu schauen, ob wir hier Spuren von der Larson aufspüren können. So wie viel, Captain. Kommen Sie dafür doch bitte auf die Brücke. Ja, Captain. Wo auch immer ich bin, ich gehe jetzt zur Brücke. Okay, die Crew auf der Brücke ist auch schon beschäftigt mit den normalen um das Schiff herum Sensoren. Hat der Operations Officer Seda Diaz hat schon berichtet, Captain, es gibt in der näheren Umgebung keine Spur von einem Schiff oder irgendwelchen Wrackteilen. Mhm. Aber möglicherweise helfen die Sensoren von Lieutenant Dree hier und so weiter. Ansonsten irgendwelche Informationen über diesen Sektor des Raumes? Haben wir irgendwelche ungewöhnlichen Vorkommnisse hier, Subraumstörungen, sonst irgendetwas, was außer der Norm ist? Die Finger fliegen einmal über das Display und schaut kurz zurück hier, dieser vulkanische, sehr gerade sitzende Offizier in der Obststation. Nicht, dass die normalen Sensoren das auffassen würden, Captain. Aktuell noch nicht. Danke. Alles in normalen Parametern. Ja, Rhee. Auf der Brücke ankommt. Genau. Rhee ist an seiner Wissenschaftsstation auf der Brücke. Genau. Genau. Du kannst die neuen kalibrierten Sensoren einsetzen. Das, genau, das ist tatsächlich eine Aufgabe mit Schwierigkeit 1, um einfach mal zu gucken, wie gut sind die denn kalibriert worden und wie gut funktioniert das denn jetzt. Du kannst dir dabei aber vom Schiff helfen lassen. Das heißt, ich würfel dir einfach für das Schiff mit. Da brauche ich kurz das Schiff. Moment.
Ja, was ist das denn für eine Probe? Das ist... was ist Scannen für eine Probe? Was ist Scannen? Also für dich ist es quasi eine Control und Science, weil du mit Science die umprogrammiert hast? Ja. Ja? Und das Schiff hilft dir mit den Scannern sozusagen. Moment. Und ich habe mich so lange darauf vorbereitet, ich würde dafür ein Momentum benutzen. Okay, das Schiff hat nämlich, genau, Sensoren und auch Science, das heißt, das Schiff würfelt einmal mit. Ja, das heißt, ich kaufe mir für ein Momentum, kaufe ich mir einen Würfel dazu, richtig? Mhm. Oh, dann habe ich zwei Würfel und die Schwierigkeit ist eins. Zwei Würfel. Du hast immer zwei Würfel? Drei Würfel, Entschuldigung, ja. Dann hast du sogar drei, genau. Ja. Und die Schwierigkeit ist 1, sagtest du? Ja, die Schwierigkeit ist 1, genau. Und ich würde einfach mal mit Rodriguez Charakterbogen, weil ich den gerade hier offen habe. Ah, ja. Okay, dann würfel ich mal. Da-da-dam. War falsch. Nee, das funktioniert so nicht. Kann es sein, dass Roll20 Geräusche macht, wenn jemand würfelt? Ja, das habe ich eben auch erstmal ausstellen müssen. Ja, bei mir macht es Geräusche. Aber es ist vielleicht gar nicht so störend. Also ich meine, es zeigt an, dass es würfelt. Ich weiß es nicht, aber es ist ein ziemlich nerviges Geräusch, wenn ich ehrlich bin. Also es macht vor allem auch Geräusche, wenn jemand anders würfelt und das Ergebnis bei dir reinploppt in den Chat. Mhm. Das habe ich auch nicht. Ich werde es gleich mal ausmachen. Einmal hat zwei Erfolge. Erfolge und das Schiff hat auch noch einen Erfolg gewürfelt, weil es hat nämlich echt gute Sensoren. Wenn die Hawking irgendwas kann, dann ist es, dass sie recht richtig gute Sensoren hat. Ja. Und das heißt, für den zweiten Erfolg kriegen wir ein Momentum, richtig? Ihr kriegt jetzt sogar zwei Momentum, weil ihr den Erfolg von dem Schiff auch noch zählen dürft. Das heißt, braves Schiff. Und jetzt kommt mir zu Pass, dass ich einen jungen Charakter spiele und über die Fähigkeit Untapped Potential verfüge, glaube ich. Ja. Wenn ich nämlich, wenn ich einen Task schaffe, bei dem ich mit Momentum oder mit Bedrohung Würfel dazu gekauft habe, dann darf ich einen Würfel werfen und kriege das Ergebnis an Bonusmomentum. Oh, einen W20 oder einen W6? Hier steht, they may roll one CD. Ja, CD sind die Challenge Dice. Das sind quasi die W6, die normalerweise für Schaden verwendet werden. Das heißt, das wäre sonst nämlich irgendwie so 20 Momentum, wäre irgendwie unrealistisch. Puh, ich werfe mal Unarmed Strike. Das ist ein Würfel wahrscheinlich. Genau, du kannst auch oben unter Task Roll ist auch die Angabe Challenge Dice. Da könntest du auch eins eintragen oder es dann würfeln. Ah ja, okay. Guck mal, dann mache ich das doch. Ja. Ich dieses Würfelgeräusch. Wie, das habe ich noch nicht ausgemacht. Ja, wichtig ist nur, dass das Würfelgeräusch bei mir nicht kommt, weil es dann die ganze Zeit in den Stream rein. Whoop! Das klappt einfach kein Erfolg oder warum wieder nicht? Das hat irgendwie nicht geklappt. Du musst da, glaube ich, eins eintragen bei dem Challenge Dice, damit du da. Oder ja, ich habe da eine 1 eingetragen, aber. Du kannst auch einfach /R und dann ein D6 eingeben, das geht auch. Hauerei. Wir sehen hier live, wie Leute, die jahrelang immer nur am Tisch Rollenspiele gespielt haben, zum ersten Mal Roll 20. Ja. Ja. 1. Auf einem W6 habe ich eine 1 gewürfelt. Okay, dann kriegt ihr noch ein Momentum dazu, richtig? Ja. Hat das noch weitere Auswirkungen, dieses Untapped Potential? Ich meine, das war ein bisschen umständlicher sozusagen. Ja, es gibt halt Nachteile. Ich kann nicht höher als Leutnant Junior Grade einsteigen. Ich kann kein Attribut über 11 haben. Ich kann keine Disziplin über 4 haben. Ich muss sozusagen überall ein bisschen low bleiben. Mhm. Aber kann dafür eben besonders viel Potenzial entfachen. Okay, aber so viel zum Crunch. Mhm, cool. Zurück zum Fluff. Wir haben. Es hat jemand sein Talent eingesetzt. Wir haben die Scanner geschafft und das heißt nochmal, ich rufe es nochmal in Erinnerung, wir haben die Scanner so eingestellt, dass sie nach den besonderen Legierungen und, von Quantentorpedos scannen können, über die nämlich zwei potenzielle Ziele hier verfügen, nämlich entweder Schiffe der Sovereign Class und wir suchen nach einem, das noch über Quantentorpedos verfügt, oder aber schwere kardassianische Kreuzer, die leider auch über Quantentorpedos verfügen. Und jetzt ist die Frage, führt das Scan zum Erfolg? Ja, der Scan ist ein Erfolg. Die Sensoren funktionieren genauso, wie du das ausgemalt hattest. Also sehr definitiv perfektionistische Arbeit, die 100% zum Erfolg geführt hat. Top kalibriert. Du hast auch auf euren Sensoren ploppen jetzt quasi zwei neue Signale auf, die vorher nicht da waren.
Und die sind in 0,2 Lichtjahren Entfernung, sind quasi so ungefähr jedes von denen in zwei verschiedenen Richtungen. Das ist ziemlich nah, glaube ich. Ja, ich mache erstmal Meldung. Captain, ich erfasse zwei Quellen an Quantentorpedos innerhalb von 0,2 Lichtjahren von hier. Mhm. Ich schaue mal, ob die sich bewegen. Einen Moment, ich versuche zu erfassen, ob die sich in Bewegung befinden. Okay. Ich nehme an, dass... Die sind beide nicht in Bewegung. Sie sind beide nicht... Ja gut, dann... Also du kannst eine Weile abwarten, und aber laut den Sensoren, die bewegen sich jedenfalls nicht so... Ja, die Quantentorpedos verbleiben beide an ihren Positionen. Es ist also nicht möglich zu sagen, ob eines gerade... Naja, wobei 0,2 Lichtjahre sind nicht sonderlich weit. Ich glaube, unsere Langstreckensensoren sollten das locker erfassen. Wir können uns auch näher heranbegeben. Aktuell haben wir keine Bedrohungssituation. Ich werfe kurz einen Blick rüber zu Rodriguez. Stimmen Sie der Entscheidung zu? Ich bin der Meinung, dass wir im kardassianischen Raum immer in einer Bedrohungssituation sind, Captain, aber... Wir sind nicht per se im kardassianischen Raum. Nur an der Grenze. Ja. In der Nähe, sagen wir es mal so. Con, bringen Sie uns auf 5 Lichtminuten ran. Full Stop dann, und dann bitte erneut scannen. Hi, Captain. Kaitianischer Pilot. Wie heißt der nochmal? Amati. Amati. Genau. Mairi und Duna lernen Namen. Und genau, der, ihr braucht, also ich habe das tatsächlich ausgerechnet, weil wir wollen ja hier keinen Blödsinn erzählen, und ich habe festgestellt, dass in Memory Alpha und in dem Star Trek Lore mit den Lichtjahren und den Entfernungen und der Geschwindigkeit von Schiffen ungefähr genauso kulant sich verhalten wird wie mit den Sternzeitdaten. Das heißt, total bekloppt und völlig aus der Luft gegriffen. Und ich habe jetzt einfach mich mal an einen Lichtjahr-Geschwindigkeit-Rechner tatsächlich reingesetzt, dass es zumindest immer gleich ist, was ich euch sage. Und es nicht komplett totaler Schwachsinn ist. Und wenn ihr da, ich glaube, ihr könnt maximal Warp 8 fliegen mit eurem Schiff, dann würdet ihr ungefähr 2 Stunden brauchen, bis ihr dort seid. Also 0,2 Lichtjahr. Ja, dann gehe ich in meinen, Sie haben die Brücke, Rodriguez, und gehe in meinen Ready Room, um mir einen Tee zu bestellen. Ja, Captain. Cool. Okay, dann Schnitt. Wui, wui, wui. Genau. Das geht ja, das kann man ja immer schön skippen in Star Trek. Ich möchte kurz bemerken, wir bewegen uns ja zu einem der beiden Ziele hin. Mhm. Das heißt, ich werde das Ziel weiter mit den Langstreckensensoren scannen, und ab dem Moment, wo es möglich ist zu unterscheiden, ob es ein kardassianischer Kreuzer ist oder nicht, werde ich darüber auch Meldung machen. Mhm. Okay, dann bevor ihr dann komplett direkt bei dem Signal angekommen seid, wie der Captain ja befohlen hat, in einigermaßen einer Entfernung, wo man das Ding schon mal besser scannen kann und eure Langstreckensensoren greifen, Dias bzw. Ree melden, ihr seht auf euren Sensoren, das ist tatsächlich ein kardassianischer Kreuzer, den ihr da aufgespürt habt. Wow. Und zwar ist das laut deinen Sensoren, ein Keldon-Klasse-Kreuzer, der scheinbar im Weltraum treibt. Also auf den ersten Sensorblick bewegt er sich nicht und scheint keinerlei Antriebssystem am Laufen zu haben oder sonstiges. Trotzdem Schilde hoch. Schilde hoch, Schilde werden hochgefahren. Niemand, das sollte den Captain alarmieren auf die Brücke. Achso, ja, genau. Ja, Captain kommt zurück auf die Brücke. Meldung? Wir haben einen kardassianischen Kreuzer aufgetrieben hier. Er scheint im Raum zu treiben. Antriebslos. Wir haben ihn noch nicht gescannt. Lieutenant? Ja, Sir. Ich scanne den kardassianischen Kreuzer. Ihr könnt den problemlos scannen. Das ist auch eine Schwierigkeit Null Herausforderung. Das heißt, du könntest die würfeln wir einfach nicht mehr. Oder du musst nicht würfeln. Nein, ich würde sagen, die würfeln wir einfach nicht mehr. Das kostet irgendwie Zeit und hat keinerlei dramaturgischen Effekt. Du könntest auch eine Komplikation würfeln bei solchen Checks. Deswegen macht man die und zum Momentum aufbauen. Aber ja, das musst du auch nicht. Das heißt, schneller Befehl, schnell ausgeführt. Du scannst einfach ganz grundsätzlich das andere Schiff. Euer erster Scan zeigt, die Schilde sind
unten, die Antriebe sind offline, die Waffen sind offline. Allerdings sind die Lebenserhaltungssysteme noch funktionstüchtig. Es scheint eine Form von Notenergie aktuell zu laufen und der Computer scheint weiterhin zu laufen. Also es gibt Energie auf dem Schiff, aber es bewegt sich nicht. Varix und Dr. Baker, machen Sie sich bereit für die mögliche Behandlung von Patienten? Ja. Wir haben einen kardassianischen Kreuzer aufgespürt, der offensichtlich in einer Krisensituation ist. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Kardassianer? Ich scanne mal nach Lebenszeichen auf dem Schiff. Okay. Die, dein, hier die Finger fliegen wieder über die Displays, es piept und ja, du hast 43 unbekannte Alien-Lebensformen sowie eine kardassianische Lebensform. Captain, diese Werte sind merkwürdig. Laut meinen Sensoren befindet sich nur ein Kardassianer an Bord, allerdings 43 unbekannte Lebensformen. Unbekannt? Ja, Captain. Danke. Humanoid würdest du wahrscheinlich. Humanoide, aber nicht also mehr definierbare. Oder so. Öffnen Sie einen Kanal zu dem Schiff, wenn möglich. Wer macht sowas? Kommunikationsoffizier, für den wir oder die wir noch einen Namen brauchen. Stimmt, ihr habt keinen spezifischen Kommunikationsoffizier. Wahrscheinlich würde man das auch machen, das ist ja kein echter Kanal. Ja. Rodriguez, also öffnet Sie einen Kanal. Piep. Sehr schnell auf den Knopf gedrückt. Du kannst das andere Schiff jetzt rufen. Hier ist Commander Duna Varix von der USS Hawking. Benötigen Sie Hilfe? Für einen Moment herrscht Stille über dem Kanal, du hörst nur so ein leises Rauschen, dann hörst du so ein Klappern, wie jemand, der so vor seinem Mikrofon irgendwas fallen lässt, ungefähr so ein Geräusch. Dann, also wie so ein Rumgekruschtel und dann plötzlich piepst irgendwas und dann kommt, hallo? Wir können Sie hören. Ja, ich wiederhole, hier ist Duna Varix von der USS Hawking. Benötigen Sie Hilfe? Hawking, wir benötigen Hilfe. Bitte, helft uns. Hier ist Drieg. Wir treiben hier im Weltall und wir kommen nicht vom Fleck. Und ich habe hier ein paar Verletzte und Notenergie und... Ich unterbreche kurz, sind die Schilde unten? Bei Ihnen? Nein, bei Ihnen. Von dem kardassianischen Schiff sind die Schilde unten, ja. In welchem Zustand sind Ihre Verletzten? Wieder so ein Moment der Pause. Wir haben ein paar oberflächliche Verletzungen, aber auch ein paar Crewmitglieder, die schwerer verletzt sind von einer Explosion. Und bei ein paar sieht es richtig schlecht aus und wir haben keinen Arzt an Bord. Sollen wir Ihre verletzten Crewmitglieder bei uns an Bord beamen oder sollen wir mit einem Team zu Ihnen rüberkommen? Kurzer Moment der Pause, dann hörst du so irgendwie so ein Flüstern im Hintergrund und dann wieder, nein, es wäre besser, wenn sie hierher kommen. Ich will mein Team nicht trennen. Ich mach mal kurz die Verbindung lautlos. Captain, das könnte eine Falle sein. Sie sollten darauf bestehen, dass wir ein Bildsignal bekommen. Ja. Vielleicht nehmen den Knopf wieder. Drieg, ist mit ihren Kommunikationseinrichtungen auch liegt ein Problem vor. Wir können sie nicht sehen. Du hörst irgendwie jemand, der so willkürlich auf irgendeine Sachen rumtippt. Also einfach so, du hörst so Gepiepse und dann immer so wisst ihr was, wir lassen mal einfach den Zufall entscheiden. Sagt mal einer bitte ungerade oder gerade? Ungerade. Ungerade. Du hörst ein weiteres Piepsen und plötzlich flackert der Bildschirm tatsächlich ins Leben. Und du siehst ein Alien quasi so hochgucken, leicht überrascht und dann so einigermaßen freudig überrascht zu sehen, dass der Bildschirm jetzt funktioniert. Du siehst vor dir soweit du das auf dem Bildschirm zumindest sehen kannst, eine hochgewachsene Frau mit relativ langen Haaren, die so nach hinten weggeflochten sind. So ein menschliche Gesichtstöne. Du siehst im Hintergrund noch so zwei, drei andere von ihren anderen Crewmitgliedern stehen, die auch alle ähnlich aussehen, auch alle so ähnliche Gesichtstöne haben. Die sie scheinen sehr groß zu sein, also sie schaut fast so ein bisschen runter in den Bildschirm und sehr grobschlächtig gekleidet, also relativ, jetzt nicht Weltraumuniform, sondern eher so ein bisschen Fetzen, eher so lose Tuniken und solche Materialien.
Drake, wir werden Ihnen selbstverständlich helfen, aber können Sie mir erklären, warum Sie an Bord eines kardassianischen Kreuzers sind? Captain, das wäre vielleicht besser, wenn wir das persönlich besprechen. So eine First-Contact-Situation? Hm? Eine Bitte was? Ob so eine First-Contact-Situation in der Datenbank vorkommen, will der Doktor wissen. Mhm. Nee, die habt ihr noch nicht getroffen. Das ist tatsächlich eine Art First-Contact-Situation, ja. Sie druckst so ein bisschen rum. Also, wir sind ja auf einem kardassianischen Schiff, aber wir wissen leider nicht, wie es funktioniert so richtig. Und wir könnten da Hilfe gebrauchen, um wieder nach Hause zu kommen. Das wäre wirklich toll. Aber können wir uns erstmal um meine Verletzten kümmern? Selbstverständlich. Schicken Sie uns Koordinaten, Drieg. Aber bitte verstehen Sie, wenn ich auch Sicherheitspersonal mitschicke. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ja. Lieutenant Bree, übrigens, da du ja auf der Brücke bist und das auch mitbekommst, wenn deine... Moment. Ich habe keinerlei Verbindung zu jemandem, den ich nur über einen Bildschirm sehe. Hey, das haben die in der Show ständig gemacht über den Bildschirm. Aber echt? Kannst du das auch? Jede Woche. Wir können das ausspielen. Kann mich jemand drauf ansprechen? Mhm. Schicken Sie uns die Koordinaten. Ich gebe Rodriguez ein Zeichen, die Verbindung kurz zu unterbrechen. Ja, ich drücke auf den Knopf. Captain, die möglichen Fallenszenarien haben sich gerade potenziert. Trotzdem können wir diesen Leuten nicht die Hilfe verweigern. Nein, aber es könnten Piraten sein, die die Kardassianer überfallen haben, vielleicht Geiseln halten. Es könnte sein, dass es eine kardassianische Falle ist, wo sie nur vorgeben, dass das hier Piraten sind, die sie überfallen haben, um uns nachher irgendwelche diplomatischen Vorwürfe zu machen. Ich kann mir nicht... Lieutenant Ree, spüren Sie irgendwas von dieser Person da drüben? Es tut mir leid, Captain, wenn Sie meinen, ob ich emotionale oder empathische Bilder empfange. Ich bin nur in der Lage, das bei Personen zu tun, die um mich rum sind, nicht über einen Bildschirm. Du bekommst eine vage Spur von Verwirrung von Varix. Mixst du dieses, aber ich habe schon mehrfach gesehen, haben die gelogen? Ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt Theorien, sehen Sie, ich bin, es gibt Theorien darüber, dass Halbbetasoiden und Halbmenschen in der Lage sind, Emotionen über Bildschirme zu empfangen, dadurch, dass sie jahrhundertelang eine sehr enge Bindung zu Bildschirmen und zu Geschichten, die auf Bildschirmen erzählt wurden, aufgebaut haben. Es ist sozusagen eine pseudogenetische Komponente. Das ist etwas, das in der Betasoidenkultur niemals aktiv genutzt wurde und aus diesem Grund... Sie können es nicht. Ich kann es nicht. Danke. Gut, Kanon established. Das ist doch Unsinn. Das geht jetzt nicht mehr. Aber der Einzige, bei dem diese Erklärung funktioniert, ist tatsächlich Commander Rodriguez, der keine Ahnung hat von Genetik. Vererbung. Also du akzeptierst das einfach so? Ja, natürlich. Rodriguez, kontaktieren Sie bitte den Chief und den Doktor und Security und stellen Sie ein Team zusammen, das dort drüben erste medizinische Hilfe leisten kann, sich das Schiff anschauen und vor allen Dingen darauf aufpassen, dass unseren Leuten nichts passiert. Gut gemacht, Captain. Danke. Commander Rodriguez, wenn ich natürlich in unmittelbarer Nähe dieser Person wäre, dann... Ist das eine freiwillige Meldung, Lieutenant? Dann kommen Sie mit, bitte. Ja, sicher. Ich werfe noch ein, dass die Scans an der Engineering-Konsole auf der Brücke, die tatsächlich der Chief im Maschinenraum ja auch monitoren kann, sozusagen auch jetzt detailliertere Scans über das andere Schiff gesammelt haben und eben die nochmal gezeigt haben, dass die Maschinen dort definitiv nicht nur beschädigt sind, sondern auch komplett alle aus. Also der Warp-Kern ist aus, der Warpkern, ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Kardassianer fliegen hoffentlich nicht mit irgendwas anderem. Mit Segeln. So mit Öl. Die Romulaner fliegen ja mit einer Singularität. Ich glaube, die Kardassianer haben Warpkern. Kardassianer haben Warpkern, ja. Ja, danke. Genau, der Warpkern ist offline. Da sind irgendwelche Schäden auch auf dem anderen Schiff. Also, das kann so, wie das jetzt gerade nicht ist, auch aber nicht einfach wegfliegen. Also das würde sind Nazi-Warpkerne. Das würde auch, Rodriguez, auf deiner Konsole würden diese Berichte auch reinkommen, sozusagen. So, ja, die fliegen jetzt nicht einfach weg oder so. Also die haben einfach nicht die technische Möglichkeit laut euren Sensoren.
Genau. Ja, also Drieg ist immer noch auf Stumm oder hast du die komplett abgeschaltet? Ich hatte die quasi auf Pausentaste gelegt. Also erstmal weg. Ja. Warte, ich mach sie mal wieder an. Drake? Sie dreht sich wieder so um, so als hätte sie nicht damit gerechnet. Ja? Commander Varex hier. Wir schicken ein Hilfeteam rüber. Ah, danke, sehr gut, sehr gut. Haben Sie auch irgendjemand, der unser Schiff wieder zum Laufen bringt? Wir müssen irgendwie nach Hause kommen. Ja, wir schicken auch jemand aus unserem Ingenieurteam. Das Schiff ist kaputt. Darf ich fragen, wo zu Hause ist? Ja, zu Hause, unser Planet. Keine Ahnung, wie weit der jetzt mittlerweile weg ist. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, wie sie an Bord dieses Schiffes gekommen sind. Aber erstmal sorgen wir dafür, dass es ihrer Crew besser geht. Danke, danke. Können Sie mir die Koordinaten schicken oder sollen wir einen möglichst sinnigen Ort an Ihrem Schiff versuchen, mit uns einen Scanner zu finden? Guckt hilflos auf irgendeine Computerkonsole vor sich. Bitte lasst uns selbst einen suchen, sonst landen wir irgendwo im All. Captain, können Sie hier zu mir auf die Brücke kommen? Ja, das können wir. Und dann zeige ich Ihnen, wo meine Crewmitglieder sind. Das ist vielleicht am einfachsten. Danke. Okay, wer beamt jetzt rüber? Ich beende den Call. Alles klar. Also Arzt-Ingenieur und Lieutenant Drie als Gedankenleser. Der erste Offizier oder der Captain? Wer kommt mit? Maggie hat mir schon die Befehle gegeben, das zusammenzustellen, ja. Dr. Baker. Und das Ziel besteht, was sich völlig überraschend wird, aus folgenden Leuten. Mir selbst, Lieutenant Drie, Dr. Baker und Chief Engineer Farren. Brauchen wir noch einen Sicherheitsmenschen oder eine weitere Krankenschwester? Ich bin der Sicherheitsmensch hier. Achso. Ihr könnt zum Beispiel noch einen Sicherheits-NPC mitnehmen, ja. Oder eine Krankenschwester. Gut, das verkompliziert die Sache wieder. Du willst noch eine Krankenschwester mitnehmen, okay. Rodriguez, der Captain, hat tatsächlich gesagt, dass ihr ein Sicherheitsteam mitnehmen sollt, aber wenn du sagst, das machst du selber. Können wir nicht aus dramaturgischen Gründen einen nicht näher benannten Redshirt mitnehmen? Der von Mayri gespielt wird? Ja, wenn Mayri das möchte. Okay, ich bin das jetzt ein Redshirt. Das ist die beste Lösung, genau. Mayri ist jetzt ein Security Guard Redshirt, okay. Und ich nehme eine Sicherheitsschwester. Aber die Redshirts sind jetzt golden. No, also die Redshirts sind gelb. Ja, es ist ein gelbes Redshirt. Das heißt, Mayri, wenn du das schaffst nebenher, kannst du dir gerne einen NPC mit dem Generator erstellen. Ich weiß nicht, ob das zu aufwendig ist. Ansonsten mache ich das und ja, hab dann alles gut. Oh, können wir einen klingonischen Sicherheitsoffizier dabei haben, der Rachmador heißt? Ich finde das einen sehr schönen Namen im Chat, den ich jetzt gerne benutzen würde. Klar, also Captain's Prerogative, sie hat hier so die Crew. Ist da ein Klingone, Halbklingone oder sonst irgendwas dabei? Oh je. Und Dr. Baker wollte eine Krankenschwester mitnehmen. Oder ein Krankenschwester. Nein, es ist nicht so wichtig. Ja, Hauptsache, wir haben jetzt 5 Leute drüben. Okay, also du kannst ja erstmal selber gehen und kannst dann ja jederzeit auch noch sagen, hey, ich brauche noch Unterstützung, ja, in der Alarm. Okay, es darf kein Klingone sein. Rachma, du hast dagegen. Alles bis auf den Klingone. Okay, dann heißt er ja Reg Mader. Genau, ist ein ganz normaler Typ, der heißt Reg Rachmadon Mader. Rachmadon klingt aber cool. Fenrich Rachmadon. Elissa Rachmador. Crewman Mader. Okay, was bin ich jetzt? Ich bin kein Klingone, sondern? Ein ganz normaler Typ namens Reg Mader. Reg Mader, okay. Frau, Mann oder Frau? Rachel Mader. Rachel Mader. Rachel Mader. Rachel Mader. Und das ist kein Triple, Chat. Tut mir leid. Ich werde jetzt keine Triple-Charaktere einbauen. Wie kriegt man denn die kleinen Uniformen auf die Triple? Die ganz kleinen Kommunikatoren dran bin. Das driftet hier schon wieder ab. Also, was mit Triple sagen? Crewman Mader, folgen Sie mir jetzt zum Transporterraum. Transporter Chief so und so, 15 rüberbeamen. Okay, ihr geht in den Transporterraum. Ihr habt euer normales Equipment dabei. Da könnt ihr einfach davon ausgehen, dass ihr habt alle eure Standardausrüstung. Ihr habt einen Phaser. Und Tricorder, der Doktor hat seine medizinische Ausrüstung dabei und auch einen medizinischen Tricorder. Das heißt, ihr könnt einfach davon ausgehen, dass ihr die Sachen habt, die ihr normalerweise haben würdet. Und ja, ihr... ich habe so einen Sci-Fi-Werkzeugkasten, diese Flachdinger. Genau, ein Sci-Fi-Werkzeugkasten, genau, sehr gut. Genau.
Und ja, ihr beamt rüber auf das kardassianische Schiff. Die, übrigens, das hättet ihr wahrscheinlich... Nee, das hättet ihr nicht. Okay, vergiss es. Okay. Ihr erscheint auf der Brücke. Wir brauchen jetzt hier einen Transporter-Sound. Genau, Dings hier hochschieben. Und ja, also, wer von euch war denn schon mal auf dem kardassianischen Schiff? Oder wer kennt denn das ungefähr? Der Chief. Und wie ist es mit Commander Rodriguez? Der hat auch so ein bisschen Background mit den Kardassianern. Ja, es ist möglich, dass ich schon mal auf so einem Schiff war. Das musst du jetzt entscheiden, ob das so weit ging. Also ich muss zumindest irgendwie mal transportiert worden sein von einem Kardassianer. Dann warst du wahrscheinlich mal auf dem Schiff. Wahrscheinlich noch nicht auf der Brücke, weil da warst du ja noch ein Sicher. Chief Farron hat wahrscheinlich in irgendeiner Form vielleicht sogar so ein Schiff mal angegriffen als Teil gekapert, der... Gekapert, gesprengt, ausgeräumt. Als Teil der Resistance. No. Oh. Entschuldigung, es hat gerade Rachel Mado auf dem falschen Bildschirm geöffnet. Alles gut. Die, genau, das heißt... Meistens allerdings im Gefängnisteil eines Kreuzers. Also. Ja, der Chief hat eine Backstory als Resistance-Fighter sozusagen. Und ja, für euch beiden kommt das also ein bisschen vertraut vor. Ree war noch nicht auf mega so vielen Operationen, denke ich. Das heißt, für ihn ist das völlig neu. Und Dr. Baker hatte bisher mit den Kardassianern auch noch nichts zu tun, vermute ich. Ich hab den Krieg verpasst. Stimmt, du warst die ganze Zeit auf dieser Starbase irgendwo festgesessen. Glück am anderen Ende der Föderation. Langweilige Petrischalen studiert. Genau, ja, ihr taucht also auf der Brücke auf, um euch rum. Es ist alles ziemlich dunkel, also es ist wirklich nur dieses Notlicht an, die Konsolen, da piepst irgendwo eine Konsole vor sich hin, irgendwo ist irgendwo ein Schlauch kaputt gegangen und der leckt die ganze Zeit so Rauch auf die Bühne, auf die Brücke. und mit gezogenen Phasern rübergebeamt, ne? Ihr seid mit, okay. Also ich zumindest. Du vor allem, ja. Wenn ich mich auf ein kardassianisches Schiff begebe, ja. Aber zu Boden gerichtet, ja. Und Finger nicht anzug. Ja, natürlich nicht aufrecht. Also zumindest Rachel Mador. Und auch im Betäubungsmodus. Der Krieg ist ja vorbei. Das ist auch Sternenflotte-Regulation, glaube ich, dass man die erstmal... Mm. Ja. Genau, auf der Brücke, wie gesagt, das ist so ein bisschen Dampf im Hintergrund, alles ist dunkel, die Konsolen sind alle eigentlich größtenteils offline, also die Kommunikation scheint noch zu funktionieren. Und ihr seht mehrere Figuren im Halbdunkel vor euch stehen, die tatsächlich auch ein bisschen zusammenzucken, als sie euch sehen und als dann eure Waffen sehen, auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen und vorsichtig euch begutachten. Ihr seht jetzt, diese Aliens sind alle ziemlich groß, also alle mindestens 2 Meter groß, manche ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Drieg, die jetzt vortritt, ist gar nicht eine von den größten, aber gibt eine imposante Figur ab. Diese Aliens sind Zehngänger, also die haben quasi so ganz lange Beine mit nach hinten gelagerten, so wie Katzen quasi, so die Gittigrad. Ja. Und ihre Füße enden in relativ großen Klauen, also sie haben quasi keine Schuhe an, sondern nur so säbelte Hosen quasi. Wollen wir unsere Schuhe auch ausziehen? Ist das unhöflich jetzt? Und wie gesagt, diese einigermaßen dröge aussehenden, eher so ein bisschen schlecht aussehenden, schlecht zusammengesetzten Klamotten. Und haben relativ große Augen. Also sie sehen barbarisch aus, würdest du sagen? Kommt auf deine Definition von barbarisch an. Wenn du sagst, krude zusammengesetzte Klamotten. Wie viele sind das? Auf der Brücke wahrscheinlich so 15 oder 10 Leute von denen. Also schon eine vollbesetzte Brücke. Und es wirkt auch so, als hätten sie da ganz normal ihren Dienst verrichtet und würden sie nicht da einfach rumlungern. Nee, die lungern tatsächlich eher. Also das sieht nicht so aus, als würden die wissen, wie man das Schiff benutzt. Also im ersten Blick, die sitzen nicht an den Konsolen und benutzen die, sondern die sitzen auf dem Boden oder haben auf dem Boden gesessen, bis hier reinkamt und sind dann aufgesprungen und haben sich in Hab-8-Stellung begeben. Aber das sah eher so aus, als hätten die so die Wirkung alle sehr... Dann spreche ich die Dame an, die uns angerufen hat. Drake tritt auch vor, genau. Ich bin Herrn Commander Rodriguez von der USS Hawking. Sie haben Verletzte, das ist unser Arzt Dr. Baker.
Sie guckt dich einmal so von oben nach unten an. Ah, Arzt, sehr gut. Okay, mitkommen, einfach kommt. Sie erlauben einen kurzen Scan? Okay, na gut. Ja, medizinische Daten abgleichen. Okay, wir folgen Ihnen als geschlossene Gruppe dann. Bitte lass uns nicht aufteilen. Drieg geht voraus zu dem kardassianischen Äquivalent von einem Turbolift und euch folgen auch Commander, von den anderen. Commander, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mir erstmal die Schiffssysteme angucken. Nein, bitte kommen Sie erstmal mit. Ich würde ungern ersticken. Naja. Ich wollte vor allem, wenn wir jetzt den Gang runtergehen, den es ja auch wahrscheinlich gibt, würde ich gerne Lieutenant Green nochmal kurz fragen, ob er jetzt irgendwas spürt. Also möglichst leise. Okay. Julia widerspricht mir einfach, wenn ich mich irre. Commander, ich spüre keinerlei Feindseligkeit. Eher, manche sind ängstlich, manche sind verwirrt, manche sind orientierungslos. Trifft das ungefähr den Kern, oder? Ja, ein paar von denen, die tatsächlich eure Waffen ein bisschen vorsichtig beäugen, die wirken vielleicht noch ein bisschen mehr als ängstlich. Da kommt auch schon eine Spur Feindseligkeit rüber, aber eher wirklich Misstrauen einfach. Warum haben die jetzt hier Waffen auf uns gerichtet oder warum haben die Waffen in der Hand? Also ich glaube, sie misstrauen uns nicht mehr, als wir ihnen. Gut. Okay, dann sage ich nach ein paar Metern so zum Chief. Okay, gehen Sie erstmal zurück auf die Brücke. Wo will er hin? Was will er machen? Ich repariere das Schiff. Sie guckt dich an, dann guckt sie deinen Werkzeugkoffer an. Oh, gut. Sie zeigt kurz mal in ihren Trupp, der da mitgelaufen ist, schnappt sich einen von denen und sagt, Moment, hier, Val, nimm den mit in den Maschinenraum. Hilf dir mal beim Reparieren. Und so ein bisschen jüngerer, ein bisschen kleiner aussehender von den Aliens läuft so zu dir rüber. Okay, mitkommen. Und während die sich besprechen, würde ich gerne zu Dr. Baker sagen, Doktor, können Sie hier nach kardassianischen Lebenszeichen scannen? Mein medizinischer Scanner hat keine Langstreckenvorrichtungen wirklich. Oder nein. Da müsstest du wahrscheinlich schon relativ nah bei dem sein, um damit deinen Trikorder aufzufassen. Aber ihr wisst, dass ihr ein kardassianisches Lebenszeichen an Bord gescannt habt, ja. Naja, also wenn es irgendwie möglich ist, versuchen sie das zu orten. Ja. Du kannst ihn ja mal parallel laufen lassen. Ich werde parallel einen Scan auf kardassianische Lebensformen laufen lassen. Sobald wir nah dran kommen, müsste ich eigentlich ein Signal bekommen. Gut. Okay. Dann, ja, sie nimmt euch mit in, was ihr vermutet, die, wenn der Chief quasi abdampft Richtung Maschinenraum, nimmt sie euch erstmal mit in den, was wahrscheinlich die Krankenstation des kardassianischen Schiffes ist, relativ groß, ist auch ein relativ großes Schiff an sich, also es wirkt, während ihr da durchlauft, auf dem Weg zu der Krankenstation, das Schiff wirkt unglaublich leer und ihr seht tatsächlich auch, definitive Zeichen von Kämpfen. Also in den Gängen, vor allem, wie gesagt, den eher Kampferprobten unter euch, was, glaube ich, mittlerweile aber fast alle von euch betrifft. Also irgendwie Kampfgefecht war, glaube ich, bei Dr. Baker bin ich mir nicht sicher, aber ich denke definitiv, die anderen haben schon mal Kampfgefechte erlebt in ihrer Vergangenheit. Also ihr seht Spuren von Phaserfeuer an der Wand, ihr seht kaputte Türen, die aufgebrochen wurden, ihr seht kaputte Konsolen, die aus der Wand gerissen wurden, ihr seht aufgebrochene Schächte in irgendwelche, naja, was ihr als Jeffreys-Tubes bezeichnen würdet, die zum Teil größere Schäden, wo auch dann ihr einen Umweg gehen müsst, um dann zur Krankenstation zu kommen. Die ihr seht auch Blutspuren tatsächlich in den Gängen und an den Wänden. Ah, okay, sehr gut. Daran kann man ja ableiten, wie lange das her ist. Es gibt definitiv Zeichen, dass hier auch Körper weggezogen wurden. Also wenn das würde auf jeden Fall dem Commander Rodriguez würde das auffallen mit seinem, der ist ja sehr aufmerksam und vorsichtig. Das heißt, der würde auf jeden Fall sehen, okay, da lag auch mal jemand an dieser Stelle, wo jetzt nur noch. War das janisches Blut oder das Blut dieser Spezies? Wenn du das beim Vorbeigehen so scannst, siehst definitiv mehr kardassianisches Blut, aber auch die genetischen Substanz von dieser Spezies. Lieutenant Rhee schaut sich alles sehr ungeniert an, mit großen Augen, und kommentiert das auch wie, ach, was ist denn hier passiert? Oh, das ist aber eine Menge Blut. Also so ganz unbedarft, okay.
Commander, das meiste Blut ist kardassianisch. Danke. Ich ziehe damit vielleicht auch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf mich. Können Sie sagen, wie lange das hier schon klebt, das Blut? Das ist aber eine dicke Tür. wie lange? Wochen, Tage? Vielleicht so Crewman, 8 Wochen höchstens her, aber es ist schon. Jeder möchte irgendwas sagen, glaube ich. Einige. Vom Zerfall her würde ich sagen, einige Monate. Crewman Major. Die hat vorhin nur fragen wollen, Commander, soll ich nicht mit dem Ingenieur gehen? Dass der nicht allein ist? Sie haben völlig recht. Gehen Sie zurück, ja. Ich hoffe, dass da keiner Widerspruch einlegt. Und passt jetzt auf den Ingenieur auf, während sie keine Ahnung hat, was er da tut. Sehr gut. Ja, auch ihr auf dem Weg zum Maschinenraum seht ihr ähnliche Zeichen. Also gerade je näher ihr dem Maschinenraum kommt, desto mehr seht ihr dann, dass auch da eine riesige Explosion irgendwo stattgefunden haben muss. Also in der Nähe vom Maschinenraum ist irgendein System wohl extrem beschädigt worden, dass es komplett sich selbst zerstört hat und hat dann ein riesiges Loch in die verschiedenen Wände des Schiffs gerissen. Es gibt an einer Stelle auch einen leichten Höhlenbruch, der von einem Kraftfeld aktuell aufrechterhalten wird. Also nichts unglaublich Dramatisches, weil die Notsysteme dafür noch ausreichen aktuell, aber es ist schon ziemlich schlimm, was die Schäden angeht. Das Schiff. Ein leichter Höhlenbruch ist immer noch ein Höhlenbruch. Ist immer noch ein Höhlenbruch, genau. Aktuell scheint das Schiff das noch im Griff zu haben, genau. Ich hätte auch die ganze Zeit den Tricorder in der Hand, um grundsätzlich Energiespitzen und so weiter, alles von technischen Seite her zu dokumentieren und auch gerade zu überprüfen dabei. Ja, also es ist ein sehr stark beschädigtes kardassianisches Schiff. Diese obligatorischen Träger, die dann quer im Raum liegen, ja, die man ja kennt. Genau. Überall immer so Dampf aus irgendwelchen Nischen rauskommt, wo halt irgend so ein Schlauch aufgebrochen ist, was der Geier, was da drin war, kühl. Rauch. Die Sollbruchstellen des Schiffs. Genau. Haben Sie auch diese sympathischen Zahnradtüren? Die, oh Gott, kardassianischen Schiffe, ja. Teils, also die großen Schotten, ja. Die normalen sind auch ganz normale Schiebetüren. Schiebetür klingt irgendwie so lame für das, was es ist, ne? Hydraulisch gesteuerte Shots. Viel besser. Ja, genau, Rhee hatte sehr lauten, dilettantischen Kommentare quasi gegeben und hat tatsächlich die Aufmerksamkeit ein bisschen auf sich gelenkt. Und Drieg wird auch zu dir so runtergucken und dann immer das einfach nur so hinnehmen. Also wenn du sagst so, da ist aber eine Menge Blut, dann sagt sie so, ja. War auch viel, ihr wurde viel gekämpft, deswegen ist hier eine Menge Blut. Und sie scheint ein bisschen irritiert, so, was für ein blöder Kommentar, ja. Und natürlich ist hier Blut, ja. Und auch wenn du dann sagst, was hast du noch gesagt? Das ist aber eine große Tür. Aber ein dickes Shot. Ja, ist gut für die Zutak. Die Zutak sind groß, deswegen große Türen, sehr praktisch. Was essen sie hier eigentlich? Was die Maschinen ausspucken. Komisches, kardassianisches Essen. Da hätte ich auch schlechte Laune. Uxul hat probiert, das umzuprogrammieren. Hat nicht funktioniert. Wie lange sind sie von hier? Langsam in dem Stadium, wo man sie, glaube ich, fragen kann. Deswegen spreche ich mal direkt auf sie. Jetzt müssen sie uns aber wirklich langsam mal erzählen, was hier vorgefallen ist. Erst also Leute behandeln, dann können wir reden. Wir können auf dem Weg reden. Ja. Machen wir es so, ihr seid tatsächlich an der Krankenstation angekommen und sie wird darauf drängen, dass erstmal ihre Leute angesehen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt da seid, dann könnt ihr tatsächlich erstmal sehen, dass hier eine Krankenstation, die relativ voll ist, tatsächlich mit eben diesen Zutak, wie sie sie gerade identifiziert hat, in verschiedenen Stadien der Verletzung. Und sie delegiert jetzt sofort. Also ihr habt da sitzen welche auf dem Boden angelehnt, da sind manche, die haben noch einigermaßen schlecht verbundene Wunden. Da sind ein paar, da ist irgendeiner, der liegt auf so einem Biobett, wo man auf den ersten Blick gleich schon vermuten kann, dass der wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr lebt, aber der liegt halt noch da. Und das ist so der Stand des Marschiertes der Krankenstation. Und Drieg schnappt sich Dr. Baker so ein bisschen an der Schulter, so ein bisschen barsch. So, hier, Oxul! Und hinten aus einer Ecke der Krankenstation kommt ein anderes von den Alien raus, die auch eine Frau, die ein bisschen älter aussieht, die geht so ein bisschen gebeugt. Ein Auge fehlt ihr, also eine riesige Narbe über dem einen Auge, das ist offenbar eine ältere Verletzung. Und sie hat auch so einen Scanner in der Hand und tippst da drauf irgendwie rum.
sieht euch dann, wirft den Scanner weg. Und Drieg schubst dann Dr. Baker so ein bisschen zu ihr hin. Hier, Arzt, der kennt sich aus. Hilf dem mal. Wie viele Verletzte sind ungefähr im Raum? Sag mal so 10 ungefähr. Ah, befinden sich auch noch Cardassianer an Bord? Drieg schaut dich so ein bisschen komisch an. Darüber rede ich jetzt mit dem Commander hier, der wollte das wissen. Und jetzt nimmt sie dich einfach so und sagt, komm, weitergehen. Wen nimmt sie? Den Commander, sie möchte jetzt mit ihr reden und scheint das... Dann sage ich noch zu Dr. Baker, Dann kümmere ich mich um die Verletzten in sinnvoller Reihenfolge, weil das momentan das... Ja, Dr. Baker, können Sie entscheiden, welche davon wir auf jeden Fall auf die Hawking teleportieren müssen? Ich muss mir erst einen kurzen Überblick verschaffen. Aber ja. Wenn Sie das möglichst schnell entscheiden könnten, dann können wir uns um die restlichen Blatt hier kümmern. Möchtest du mir gerade unterschwellig sagen, dass irgendeiner davon auf die Hawking gebiet werden sollte? Ja. Gut. Ich schaue ein bisschen zwischen Commander und Chefarzt hin und her. Mhm. Also, wo du dich jetzt... Also, die Drieg würde den Commander jetzt einfach nur wieder... in den Gang vor die Krankenstation ziehen. Dann mache ich dir mit den Augen so Zeichen, dass du uns bitte folgen sollst. Ich, ich kann ja denken, bitte. Ich schaue einfach kurz den Commander an. Ja. Streng genommen, also wenn ich denke, es ist einfach erkennbar. Ne? Es ist jetzt nicht, ich brauche keine Bittersoiden-Fähigkeiten, um das zu merken, wenn er so macht, dann komme ich aber mit. Entschuldigung, ich war abgelenkt, weil mein Hintergrund hier wabert. Wabert. Ich habe Angst, dass irgendwas gleich umfällt. Ja, schlimm, dieses galaktische Zentrum. Ja, das ist instabil. Gut, dann komme ich mit vor die Tür. Ich stelle mich vielleicht in die Tür, dann kann Dr. Baker auch mit einem Ohr hinhören. Ja, die Tür funktioniert auch nicht mehr. Also die ist permanent bei so 10% stecken geblieben. Oh, diese Tür geht aber nicht mehr. Ja, ist alles kaputt. So, jetzt. Jetzt werden die da behandelt. Ja, Sie wollten mir erzählen, was hier vorgefallen ist. Cardassianer. Wir haben gegen die Cardassianer gekämpft. Wir haben gewonnen. Jetzt gehört das Schiff uns. Es gab eine Raumschlacht. Wir wollen wieder nach Hause. Moment, gab es eine Raumschlacht? Haben Sie das Schiff übernommen? Haben Sie das Schiff gekapert? Oder waren Sie gefangen mit der Cardassianer? Sie schaut dich so ein bisschen fragend an, so als würde sie nicht so ganz verstehen, was du damit meinst. Aber als du dann sagst, Gefangene, nickt sie ganz deutlich. Ja, festgesetzt. Konnten nicht weg. Haben uns freigekämpft, haben gewonnen. Jetzt gehört das Schiff uns. Gab es ein anderes Raumschiff? Nein. Die Stutag-Raumschiffe sind nicht so gut. Der Kampf fand in ihrem Territorium statt, bei Stutag. Stutag. Stutag, Verzeihung. Nein, hier auf dem Schiff. Hat er doch gesagt, ganz viel Blut. Kamen die Cardassianer auf ihren Planeten mit diesem Schiff? Ja. Ja, die sind gekommen und die haben uns mitgenommen und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Wenn der Mann mit dem Koffer den Kern repariert. Was mussten Sie für die Cardassianer hier tun auf diesem Schiff? Sie wirkt richtig. Jetzt wirkt sie gerade richtig genervt. Also nicht auf dich, aber generell, das scheint Wut auszulösen. Wie Sklaven hinter ihnen herputzen. Sachen tragen, schlechte Aufgaben, schlechtes Essen. Verstehe. Das kenne ich. Getreten haben sie uns, beleidigt haben sie uns. Das lassen wir nicht mit uns machen. Mein Misstrauen schwindet sehr schnell langsam, nachdem ich merke, dass wir da eine ähnliche Backstory haben. Mhm. Commander? Ja, Doktor? Drieg? Ich zeige mal auf die beiden Leute, die ich für schwer genug verletzt halte, dass sie auf jeden Fall von unserer Deluxe-Behandlung an Bord profitieren könnten. zwei ihrer Mannschaftsmitglieder sind so schwer verletzt, dass ich sie wirklich gerne an Bord unserer Krankenstation behandeln würde. Wenn Sie erlauben, würde ich sie gerne an Bord der Hawking beamen lassen. Ja, ist das in Ordnung für Sie, Drieg? Dr. Baker, da wäre doch mal eine Aufgabe fällig, was das angeht. Und zwar würde ich sagen, ist das definitiv Medicine und Reasons? Control oder eben
Ich würde sagen, ja. Presence? Ah, nee, du versuchst sie zu überreden, dass du die mitnehmen willst. Presence und Command. Aber ich glaube, du hast eine Möglichkeit. Aber statt Command benutze ich eindeutig Medicine, weil das Doctor's Orders sind. Yep. Und es ist ja zumindest nicht vollkommen Das ist auch geholt. In dem Fall eine Schwierigkeit 2, weil die sehr abgeneigt ist von dem Gedanken, ihre Leute irgendwo anders hinzulassen. Okay, 2. Was ja passiert ist sozusagen. Dann würde ich gerne ein Momentum ausgeben für einen weiteren Würfel. Ein Momentum. Und ja, da das jetzt überreden ist, würde ich nicht sagen, dass mein Fokus Notfallmedizin hier zieht. Nee, in dem Fall glaube ich eher nicht. Also, es geht eher darum, die zu überreden, das zu tun, was du mit deiner Doktorautorität sagst. Ja, ja. Gut. Dann ergibt das immerhin 2 Erfolge. Okay, super. Dann hast du die Probe geschafft mit 2 Erfolgen, aber hast kein weiteres Momentum generiert. Ja. Okay, ja, sie schaut dich misstrauisch an und blickt dann aber auch zu der anderen, naja, Impromptu-Ärztin, die da in dem Raum versucht hat, irgendwas zu reißen, und die macht so ein bisschen so einen Gesichtsausdruck wie von wegen, naja, der scheint schon zu wissen, was er tut, und dann nickt sie einmal nur zurück, so ohne irgendwas zu sagen, und lässt euch gewähren. Ich würde dann nochmal dem Captain Meldung erstatten, der Captain. Mhm. Rodriguez an Captain Barracks. Also ich gehe da ein bisschen abseits, damit die mich nicht hören, wenn das möglich ist. Ja, von der Logik her, klar. Varix hier? Wir haben einige Schwerverletzte, die wir jetzt in unsere Krankenstation beamen lassen würden. Die Situation hier ist folgendermaßen: offenbar waren diese Leute Sklaven der Cardassianer und haben ihre Herren überwältigt und getötet und das Schiff übernommen. Wenn wir ihnen helfen, würden wir uns natürlich, so sympathisch mir das ist, in diplomatische Verwirrung begeben, aus denen wir so leicht nicht wieder rauskommen könnten. Wie ist Ihre Einschätzung? Die Zutag hatten bisher noch keinen Kontakt mit der Föderation. Richtig? Es ist kein, so wie es uns vorkommt, kein sehr hochtechnisches Volk. Man hätte sie vielleicht früher Wilde genannt. Die Cardassianer hatten wohl leichtes Spiel, sie zu versklaven. Haben wir es hier mit einer Prävok-Kultur zu tun? Ja, wir hätten uns wahrscheinlich gar nicht einmischen dürfen, richtig? Nein, wir sind verpflichtet, Hilfestellung zu leisten, wenn jemand tatsächlich Havarie erleiden hat. Und das geht dann vor allen anderen. Ist das diese Folge die Regel? Alles klar. Sie hat erwähnt, dass, sie hat nicht gesagt, dass sie keine Schiffe haben, aber sie haben nicht so gute Schiffe. Ja, sie sagten, sie haben... Das heißt, so ganz sicher bist du dir nicht, ob sie jetzt Borb-Schiffe haben oder nicht. Also das hat sie jetzt nicht konkret beantwortet, die Frage. Ja. Aber sie scheinen zumindest so weit fortgeschritten zu sein, dass Raumschiffe ihnen nicht total fremd sind. Wir werden Sicherheit zur Krankenstation schicken, und wenn sie die Leute rüber beamen, sagen sie Bescheid, wir stehen bereit. Ansonsten fühlen Sie doch bitte vorsichtig vor, auf welchem Technologiestand die Kultur dieser Aliens ist, und gehen Sie mit... Ich vertraue da auf Ihre Intuition. Gehen Sie vorsichtig vor, was die diplomatische Lage angeht. Aber selbstverständlich werden wir zunächst erstmal Hilfe leisten. Hi, Captain. Captain, wenn ich daran erinnern darf, Sie erinnern sich, der Scan, der Langstreckenscan, der uns hierhin gezeigt, hierhin geführt hat, hat noch ein weiteres Ziel in unmittelbarer Nähe ausfindig gemacht. Ich werde danach scannen lassen. Scannen Sie danach. Wo ist Rie? Ach so, nein, mit dem rede ich gerade. Stellvertreter von Rie. Name? Was ist mit, kann das nicht sein? Denderan. Das musst du mir gleich nochmal schreiben, wie die alle heißen, die wir heute festgelegt haben. Dann trage ich die in das Organigramm, das Flo erstellt hat, ein. Ja. Denderan, scannen Sie nach diesem zweiten Ziel. Hi, Captain. Ich sage dann noch leise zu Commander Rodriguez. Wenn das ein schwer bewaffnetes cardassianisches Schiff ist, dann sollten wir vielleicht nicht an Bord dieses Schiffes sein, wenn es eintrifft. Sollte es kurz auf. Ja, da haben Sie völlig recht. Das wird sehr seltsam aussehen sonst. Ja, dann... Sobald ich Signal vom Transporterraum bekomme, dass die Sicherheit gewährleistet ist, werde ich dann die beiden Verletzten auf die Krankenstation beamen lassen, aber selber auf dem Schiff bleiben, weil die...
restliche Besatzung der Krankenstation natürlich vollkommen qualifiziert ist für solche Maßnahmen. Ja, die, genau, du kannst die zwei Schwerverletzten, die vielleicht nicht ganz so schwer verletzt sind, wie es du im ersten Moment hast aussehen lassen, die werden den hochqualitativen medizinischen Versorgungskünsten der... Ich sagte ja, dass es besser für sie wäre, wenn sie an Bord der Hawking gehen. Das ist es definitiv auch. Es ist auch definitiv ein bisschen hygienischer dort in eurem... in eurem eurer Krankenstation, genau. Dann schauen wir nochmal im Maschinenraum vorbei. Ihr regelt euer Beam sozusagen und ich denke, dass Rodriguez wahrscheinlich in dieser Stelle einfach sich jetzt mit Rieck unterhalten hat und währenddessen sind quasi der Chefingenieur zusammen mit Rachel Mader genau, mit Fenrich Rachel Mader, Sicherheitsfenrich im Maschinenraum angekommen. Wie gesagt, ihr seid da definitiv an den größten Schäden vorbeigekommen, die das Schiff erlitten hat. Und der Zutag, der euch mitgenommen hat, ein etwas jüngerer Kerl namens Val, der tatsächlich auch während dem Weg das so ein bisschen kommentiert. Also, oh, hier haben wir gekämpft. Da habe ich selber einen von den Cardassianern erwischt. Haha, und er schaut dich so total stolz an, Farron. Ich würde dann bei jeder zweiten Beschädigung fragen, ob er auch die Beschädigung am Schiff durchgeführt hat oder welchem Waffenfeuer das zum Opfer gefallen ist. Er versucht es irgendwie zu erklären, scheint sich aber schwer zu tun, mit welchen Waffen. Also halt die Waffen, die da waren, so ungefähr, scheint so der Eindruck zu sein. Ich würde tatsächlich so ein bisschen auf den Technikzahn fühlen, was sie schon versucht haben zu reparieren und wie weit sie mit den Computern vom Schiff gekommen sind. Da scheint er ganz, ganz happy mit zu sein. Mit dem Thema, also du hast das Gefühl, dass hier die Leute auf dem Schiff eingeteilt wurden, nach wer sich am ehesten für einen Bereich interessiert oder eignet. Also der wurde dann da halt eingeteilt. Dieser Kerl hat natürlich keinerlei Ahnung, wie cardassianische Computer funktionieren, findet es aber total interessant, auf den rumzutipsen. Also der sitzt auch daneben dir und beobachtet dich beim Untersuchen der Systeme, erklärt dann zum Beispiel, er zeigt dir so eine Stelle im Maschinenraum, wo super improvisiert jemand diese typischen Stahl, Titanbarren, die da immer aus der Decke runterkrachen, irgendwie rübergezogen hat und quasi da draus dann so eine Art... damit quasi so ein Leck gestopft haben an irgendeiner Konsole, die wahrscheinlich vorher am Rauchen war und jetzt einigermaßen abgedichtet wurde. Und zeigt dir das halt so total stolz, dass sie das halt schon mal hingekriegt haben und dass sie stark sind. Und dass sie, ne? Und hier haben wir auch ich und drei andere, wir haben die da hingezogen und das alles festgemacht und dicht gemacht und jetzt hat es aufgehört zu rauchen. Und hier haben wir es geschafft, da... guckt so ein bisschen auf den Konsolen rum, wo halt alles voller cardassianischer Zeichen ist. Wenn man hier drauf drückt, dann hört das rote Leuchten auf. Auf was hat er jetzt gedrückt? Also auf irgendeinen Knopf, der tatsächlich den roten Alarm ausgelöst hat oder eben nicht mehr auslöst. Dann wäre es erst über, ich suche die Konsole für die Sicherheitssysteme des Schiffs. Okay. Die Notfallsysteme. Du fuchst dich ein bisschen in die Sicherheitssysteme rein, genau. Dann würde ich mal sagen, dann darfst du auch mal da drauf würfeln und mal schauen, wie gut du mit den Systemen hier klarkommst. Ich habe einen Fokus-Computer. Aha, das ist doch schon mal gut. Dann machen wir doch mal, darfst du den Fokus auf jeden Fall benutzen mit Computer und dann machen wir doch mal einen Wurf auf, was möchtest du denn eher, das Ganze unter Kontrolle bringen oder eher rausfinden, was passiert ist? Ich möchte eigentlich wissen, wie lange die Notfallsysteme noch laufen und ob man, wie die Energieversorgung der Notfallsysteme besteht. Wenn wir Hüllenbrüche haben, die nur von Kraftfeldern zusammengehalten werden und okay, von schlecht vor Löcher geschobene Barren. Dann würde ich sagen, das ist eher Kontrolle und Engineering. Und du hast, da das ein fremdes Schiff ist, also du hast zwar ein bisschen Erfahrung mit cardassianischen Systemen, aber jetzt wahrscheinlich nicht mit diesem System direkt. Also da du da zum Beispiel keinen Fokus hast oder so, würde ich sagen, das ist eine Schwierigkeit, die es erhöht. Das heißt, das ist Schwierigkeit 2 und du hast standardmäßig 2 Würfel. Dann würde ich, wenn es nichts ausmacht, mir ein Momentum dafür noch gönnen. Einen weiteren Würfel holen. Nimm alles, sagt Julia nicht, dass sie ihre Bedrohungspunkte einsetzen könnte. Ja, ich hatte bisher noch keine Chance, euch noch mehr... So. Einwandfrei. Oh, sehr schön. Dann, das sind 3 Erfolge, dann darfst du sogar noch ein Momentum wieder aufschreiben, das hast du dir wieder zurück eingespielt. Und ja, du bist einigermaßen erfolgreich darin. Du hast, die Systeme sind jetzt
seit ungefähr, ne, nicht ungefähr, das ist ja ein Computer. Sagen wir mal so, seit 9 Wochen sind die Systeme auf Notsysteme umgeschaltet, nachdem der Warp-Kern deaktiviert wurde durch Schäden, beziehungsweise zum Schutz vom Computer auch deaktiviert wurde, weil er beschädigt wurde. Die Notsysteme sind dann online gegangen und laufen seitdem. Da ist noch genug Saft sozusagen in dem Schiff drin, dass es wahrscheinlich noch so eine Woche oder so ganz gut durchgehalten hätte, aber danach wären definitiv einzelne Systeme ausgefallen, weil einfach irgendwann die Energie nicht mehr ausgereicht hätte. Die Sicherheitssysteme sind alle offline, die Schilde sind offline, die Waffen sind offline. Es befinden sich definitiv noch ein paar, also eine volle Anzahl an Quantentorpedos und Photonentorpedos und Waffen, also es ist nichts verbraucht sozusagen in dem Schiff. Die Schilde scheinen auch nicht beschädigt zu sein, die sind einfach nur offline. Frage, es ist ein System, was einen Haufen Energie frisst. Ja, genau, der Computer scheint priorisiert zu haben, die Lebenserhaltung laufen zu lassen und eben die Lecks zu stopfen sozusagen. Wer hätte gedacht, dass die Cardassianer die Lebenserhaltung vor die Schilde setzen? Entschuldigung, Sir? Die Sicherheitssysteme werden noch eine Woche das Vakuum da halten, wo es hingehört. Ich befürchte nur, ja, ich muss mir die weiteren Systeme angucken. Also unmittelbar werden wir nicht ersticken. Das ist gut zu wissen, Sir. Ist Fähnrich Rachel Mader nicht im Rang über dem Chief? Theoretisch. Ich habe sie als Crewman angesprochen, aber dann wurde sie zum Fähnrich. Entschuldigung, das ist mein Fehler. Achso, nee, das ist schon okay, wenn sie ein Fähnrich ist, weil erstens, also der Chefingenieur hat zwar einen niedrigeren Rang, aber er ist trotzdem der Chefingenieur. Das heißt, in der Hierarchie des Schiffes. Ich habe eine höhere Stellung, aber nicht einen höheren Rang. Es gibt bestimmt ein sehr, sehr ausgeklügeltes Regelsystem. Das Buch für die Sternenflotten-Ding hat über 1000 Seiten. Ben-Projekt. Aber ja, ich denke, der Chefingenieur ist ja auch der Chefingenieur und also dem gehört eine gesamte Abteilung. Wird denn der Chief irgendwann Bericht erstatten? Ja, das würde ich zum Kommen. Würde ich auch so weiter kommunizieren, wenn ich den Überblick hätte über die Sicherheitssysteme. Also wir haben es. Chief an Commander. Bitte kommen. Unmittelbar besteht keine Gefahr, allerdings langfristig wird das Schiff auseinanderfallen. Was heißt langfristig? Also wir haben noch ungefähr die Hilfssysteme, die momentan das Vakuum da halten, wo es hingehört, noch circa eine Woche. Wie lange laufen diese Hilfssysteme schon? Circa 9 Wochen. Glauben Sie, dass die Kämpfe hier auch ungefähr 9 Wochen her sind? Also die Frage ist, haben diese Leute das Schiff selbst gesteuert oder treibt es seit 9 Wochen? Ich hätte ja gesagt, dass die Blutflecken auch ungefähr 9 Wochen alt sind. Also die Hilfssysteme sind angesprungen und es ist nach dem Ausfall des Warpkerns hinsichtlich einer Fehlermeldung zum Warpkamm-Eindämmungsfeld. Das heißt, wenn der Kampf stattgefunden hat, bei dem wahrscheinlich auch der Kern beschädigt wurde, da weder Schilden noch Waffen Zeichen von Anwendung hatten, nehme ich an, dass tatsächlich seit 9 Wochen ungefähr das Gefecht innerhalb des Schiffes her ist. Das heißt, Sie würden die These teilen, dass diese Leute völlig unfähig sind, dieses Schiff zu manövrieren, zu steuern oder die Lebenshaltung zu steuern. Naja, wir reden halt auch von einem von Technologiestand, also grobe Funktionen. Allerdings ist Cardassianisch auch keine Sprache, die man mal über Nacht lernt. Ja. Also während Rodriguez das noch so sagt, so dieses haben die irgendwie die Fähigkeit, das Schiff zu steuern, neben dir steht Val, tippt irgendwie begeistert auf den Konsolen rum und irgendwas fängt an zu blinken und dann tippst du ganz schnell wieder weiter und dann hört es irgendwann wieder auf zu blinken. Und dann sag mir Bescheid, wenn ich irgendwann zusammen, zumindest mit den schwereren Verletzungen durch bin. Ja, genau. Da können wir auch weitermachen. Der Chefingenieur, ich denke, du wirst dich jetzt wahrscheinlich noch eine Weile mit den Systemen beschäftigen oder was ist denn der nächste Befehl? Also soll der... Commander? Weiteres Vorgehen, solche Instandhaltung, gehen wir in Instandhaltung oder, also ja, ich persönlich würde eher evakuieren als... Ja, machen Sie weiter, aber finden Sie raus, machen Sie erstmal weiter, ich spreche hier mit Drieg. Mhm. Ja.
wir wollten ja immer noch rausfinden, was genau ihre Geschichte ist und was wir über der Befehl des Captain 2 herauszufinden, ob das eine Warp-Kultur ist oder nicht. Das heißt, ich würde sagen, Chief, bitte versuchen Sie alles, um uns ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Und vielleicht versuchen Sie auch, alle Systeme auszuschalten, die nicht lebensnotwendig sind, die aber helfen können, uns zu orten. Ich werde nach den Subraum-Notsignalen schauen. Also möchtest du, dass das Schiff geortet wird? Nein, ich will, dass sie ausgeschaltet werden. Alles, was hilft, uns zu orten, soll ausgeschaltet werden. Also nächste Priorität, ich kümmere mich um die Comm-Systeme und die Notfall-Comm-Systeme. Commander? Ja? Es mag politisch Schwierigkeiten geben, sobald wir mit den Kardassianern zu tun haben, aber ich muss darauf bestehen, dass wir den Gefangenen sehen. Ja. Ja, Moment. Sie haben völlig recht. Wir sollten dich darauf ansprechen, ja. Ich muss mir gerade eine Notiz machen, dass du den Befehl gegeben hast, dem Chefingenieur. Okay. Pommes Gabel guckt, sie schreibt, machen Sie irgendwas. Dr. Baker. Sein Koffer. Dr. Baker, genau, an dieser Stelle würde ich. Gut, ja, du hast gesagt, du möchtest den Gefangenen sehen, hast du gesagt. Und du möchtest Drieg noch ein paar Fragen stellen, genau. Also ich denke auch, dass er ein Gefangener ist, aber Drieg gegenüber würde ich sagen, dass wir die Cardassianer sehen wollen, die noch an Bord sind. Ja. Okay, Drieg schaut dich mit so ein bisschen verengten Augen an. Es sind ja sehr große Augen, aber trotzdem schaut sie so auf dich runter, versucht dich so ein bisschen einzuschüchtern mit ihrer Größe. Cardassianer. Warum wollt ihr den denn sehen? Dem geht's doch gut. Aus ärztlichen Gründen muss ich mich davon selbst überzeugen. Der ist aber nicht verletzt. Was wollen Sie denn mit dem Cardassianer? Sie schaut so ein bisschen in die Krankenstation. Hast du jetzt schon ein paar Leute behandelt oder bist du jetzt direkt dazu übergegangen, nach dem Cardassianer zu fragen? Also ich ging davon aus, dass jetzt zumindest kein Schwerverletzter mehr ist, der noch dringend Behandlung braucht. Also ich bin zumindest über die... Es waren 10 Leute in der Krankenstation, oder? Ungefähr, ja. Also ich denke, zumindest über die Hälfte bin ich mal rübergegangen, dass die jetzt irgendwie Schmerzlinderungen haben oder hast, so. Genau, du hast die Chance genutzt und hast die... wahrscheinlich die offenen Wunden verschlossen, so diese einfachen, so ein verstauchte Handgelenke und so ein Kram und es wahrscheinlich relativ schnell fixen. Muss man nachfragen, die Verletzungen der Verletzten, die sind doch von 9 Wochen entstanden, vermutlich. Ja. Also ist jetzt quasi eine Metafrage, ob das. Achso, ja, okay, blutende Wunden ist vielleicht übertrieben, aber. Kann ja auch Strahlungsschäden sein, die erst aufgebrochen sind jetzt oder Langzeitschäden. Ja, nein, aber die Frage ist nur, wenn die jetzt ganz frische Wunden haben, dann sagt uns das natürlich nochmal was anderes. Okay, nein, das ist ein bisschen falsch von mir beschrieben gewesen, das stimmt. Also okay, sie haben keine blutenden Wunden, das ist übertrieben. Eher so wie jemand, Entzündung. Der sich eine schlimme Wunde oder eine schlimme Phaserverletzung eingefangen hat und die dann nicht richtig behandelt hat und die dann entweder sich entzündet hat oder die zum Beispiel einfach noch nicht richtig verheilen konnte, weil da zum Beispiel irgendwelche Teilchen drin hängen oder weil irgendwelche Schutt oder Verdreckungen da drin war in der Wunde. Also kann ja auch, wenn die Kämpfe 9 Wochen zurückliegen, trotzdem gestern jemand in der Dusche ausgerutscht sein. Ja, kann nicht, die funktionieren nicht. Die riechen nicht so, als hätten sie Duschen. Sind die beiden jetzt schon rübergebeamt worden, die beiden extrem? Ja, gut. Wir müssen das mit Rie klären, dass wir den Gefangenen sehen und wir sollten mit ihr reden, bevor wir es vergessen, dass wir sie auf die Evakuierung vorbereiten müssen und rausfinden, ob das überhaupt technisch möglich ist. Für die 40 Leute über Platz an Bord? Das wäre die Frage. Eventuell müssen wir die Cardassianer um Hilfe rufen. Wir können die nicht alle an Bord nehmen. Dann müssen wir zurückfliegen. Wie viele Leute sind auf deinem Schiff? Ich bin jetzt zum Drübergegangen, entschuldigen. Ich bin auf ihrem Schiff. Also, das wird sie wahrscheinlich nicht mal merken. Drieg, überleg kurz. Wir haben, sie denkt kurz, nee, dann du scheinst sie so das Gefühl zu kriegen, als würde sie kurz sagen, ah nee, der ist tot, nee, der ist tot. So 40 irgendwas meiner Leute sind hier noch auf dem Schiff. Aber ihr könnt das Schiff doch reparieren. Nein, können wir nicht. Dann fliegen wir wieder heim.
Nein? Habt ihr das Schiff bisher gesteuert? Oder seid ihr nur hier im Raum getrieben? Nein, das Schiff ist getrieben. Ja, das Schiff wird nirgendwo mehr hinfliegen. Wir können euch aber nach Hause bringen oder zumindest an einen sicheren Ort. Wir können euch alle auf unser Schiff aufnehmen, zumindest für ein paar Tage. Oh, weg von dem kardassianischen Schiff? Ja. Das ist gut. Aber wir müssen das bald machen, denn dieses Schiff wird bald explodieren. Commander, erlauben Sie mir eine Frage? Ja. Schaut dich völlig mit riesigen Augen jetzt an. Sie guckt die Konsolen an, als würde nicht die sofort, aber in ein paar Tagen. Rieg, wo waren Sie, bevor Sie auf diesem Schiff waren? Auf Sutak. Zu Hause. Dreh mich wieder zum Commander. Commander, wenn ich Zugriff auf die Schiffslogbücher nehmen könnte, dann könnte ich rausfinden, wo dieser Planet liegt. Gute Idee, machen Sie das. Aye, Sir. So wie ich es verstanden habe, ich drehe mich von ihr weg, wurden sie, diese 40 Sutakianer von den Kardassianern. Sutak. Als Sklaven dort entführt. Sie überlegt auch kurz wieder über die Worte, die du verwendet hast. Ja. Gut. Wir können sie alle retten. Aber wir müssen auch den kardassianischen Gefangenen mitnehmen. Können Sie uns zu ihm bringen? Hawking will uns retten. Na gut, das scheint sie im Endeffekt irgendwie so ein bisschen beeindruckt zu haben, dass du ihr so freizügig die Rettung angeboten hast. Sie dreht sich aber nochmal zum Arzt und sagt, aber der bleibt hier und repariert die Leute. Du kommst mit. Und sie dreht sich einfach um und geht. Gut. Dr. Baker, wenn etwas passiert, melden Sie sich. Sie sind sicher, dass ich Sie nicht begleiten soll? Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir uns auf keinen Fall auftrennen, aber jetzt haben wir uns auf vier verschiedene Orte aufgetrennt. ich gehe einfach mit, weil ich es für grundsätzlich notwendig halte, einen Gefangenen medizinisch zu überprüfen. Gut, dann... wenn du dann mitläufst, dann wird wahrscheinlich die Ärztin aus der Krankenstation sich beschweren und sagen, hey, wir sind noch nicht fertig. Commander Rodriguez, mach mir doch mal eine Probe auf Presence und Command. Und dann schauen wir mal, wie gut du da in der Situation es schaffst, da die... Oder, ja... Ich habe noch Diplomacy und irgendwas. Machen wir Control und Command. Wie gut du die Kontrolle behältst über die Kommandos, die da gerade gegeben werden. Control und Command. Und du hast, was hast du gesagt? Diplomacy und... Diplomacy würde mir doch ein bisschen helfen, oder? Ja, du hast die tatsächlich ganz gut überredet bisher mit dem, wir wollen dich retten und so, dann passt das, ja. Kannst du den Fokus aktivieren. Dann habe ich zwei Erfolge. Ich habe die Schwierigkeit nicht gesagt. Das war wieder super vorbereitet von mir. Also sie zwei? Ja, sie war zwei. Es funktioniert ja alles immer nach den Traits, ne? Schwierigkeit erstmal eins und dann plus eins für verschiedene Sachen, die hier zum Beispiel gelten. Zum Beispiel Misstrauen gegenüber Fremden eins. Okay, dann, ja, mit zwei Erfolgen reicht das gerade. Dann wird die... Drieg, nachdem sie sieht, dass dem Arzt nicht weiter beizukommen ist und du das scheinbar auch so in Ordnung findest, dass der mitkommt, wird sie einfach abwinken, dass die Ärztin in der Krankenstation zurückbleibt und dass sie euch gewährt wird. Ja, na gut, komm mit und danach gehst du wieder hoch. Gut, ja, hoch. Sehr gut. Ich habe schon mal einen Tipp gegeben, in welche Richtung es geht. Kurze Frage, wir haben ja noch eine Fähnrich mit im Maschinenraum, auch wenn sie für Sicherheit zuständig ist. Nein, sie ist jetzt Crewwoman. Crewwoman, sehr schön. Wurde mal eben vom Chefingenieur degradiert. Ja, sie hat jetzt schon eine bewegte Karriere hinter sich mit Degradierung und Beförderung. Ja. Und ansonsten reicht sie dem Ingenieur halt Sachen an, die er gerade braucht. Hyper Schraubenschlüssel? Den 25. Stemmbolzen. Die selbst abdichtenden Sperrbolzen, bitte. Ja. Das ist aber nicht gut übersetzt dann.
Ja, gut, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, dann übernehme ich hier mal, weil es kommen wir schon auf die 10 Uhr zu, dann. What? Ja, die Trieg führt euch zu einem weiteren Turbolift, einen weiteren Gang. Es geht tiefer runter in das Schiff, definitiv. Und ihr kommt irgendwann an, wieder vorbei an allen möglichen zerstörten Gängen, in dem Schiffsgefängnis. Da steht Wache vor einem, von einer einzelnen bewohnten Zelle, steht Wache ein riesiger Sutak, der irgendwie ungefähr so breit ist wie hoch, also sehr muskulös, sehr schrankartig gebaut, der kurz geschorenes Haar hat und Dr. Scan gleich mal und einfach nur grunzend hochschaut, wenn ihr reinkommt und Trieg winkt ihm einfach kurz ab, dass er sitzen bleiben soll und dann lehnt er sich wieder gegen die Wand und guckt einfach nur ins Leere. Sie winkt kurz zu ihm rüber, so, ja, Brocken ist schon okay, hier, die retten uns gleich. Und der Typ grunzt einfach nur nochmal. Heißt Brocken? sie guckt dich an, ignoriere ihn. Ja. Und dann siehst du in der Zelle, in der kardassianischen Verwahrungszelle, siehst du einen kardassianischen Soldaten, der tatsächlich nicht großartig verwundet oder so aussieht, sondern einfach nur da eben eingesperrt ist. Und in dem Moment, in dem ihr reinkommt und ihr mit euren Sternflottenuniformen da reinmarschiert, von Drieg geführt, springt er auf und rennt sofort vorne an das Kraftfeld so nah wie möglich heran. Ah, Sternenflotte, na endlich! Ja. Holt mich hier raus, unsere Arbeiter haben rebelliert! Ganz ruhig. Ich bin Commander Rodriguez von der USS Hawking und wir sind tatsächlich hier, um sich herauszuholen, aber auch um diese Leute zu retten, die sie offenbar gegen ihren Willen auf ihrem Schiff festgehalten haben. Ist das richtig? Retten? Retten? Wenn ihr eine Rettung braucht, dann bin das ja wohl ich, Commander. Die werden sie auch bekommen. Ist ihr Name und Rang? Jochen Fähnrich. Fähnrich, Soldat Jadek von der Kardassianischen Union, von der Kardassianischen Kreuzer Alaxon. Der einzige Überlebende meiner Crew, so wie ich das verstanden habe. Und diese Mörder, und er schaut Trieg dabei sehr pointiert an, diese Mörder haben rebelliert, nachdem sie sich vertraglich verpflichtet haben, dem kardassianischen Imperium zu dienen, haben sie sich gegen ihre Befehle gewandt, haben rebelliert, in Meuterei das Schiff übernommen, hunderte meiner Kumpanen umgebracht und die gehören vor ein Kriegsgericht gestellt, Commander. Gut, dass sie hier sind. Wieso haben sie überlebt? Hunderte. An dieser Stelle schneiden wir kurz rüber zur USS Hawking, wo Captain Varix weiterhin ein Auge auf die Sensoren hatte. Mhm. Das Sensorecho, das wir verfolgt haben, hat uns nicht zu der USS Larson, sondern zu einem gestrandeten kardassianischen Kreuzer geführt, auf dem offenbar mehrere als Sklaven und oder Arbeiter eingesetzte Aliens von einer Spezies namens Zutak ihre kardassianischen Gebiete entfernt haben. Es sind so mehrere Änderungen im Text, wenn man in die Metadaten guckt, hat sie offensichtlich länger irgendwie Wörter ausgetauscht. Wir befinden uns aktuell in der Situation, dass wir verpflichtet sind, Nothilfe zu leisten. Gleichzeitig ist aber unklar, welche Situation hier vorliegt und ob wir nicht gleichzeitig auch die erste Direktive brechen, da es immer noch nicht bekannt ist, ob die Zutak eine Prä-Warp-Spezies sind oder nicht. Und an diesem Punkt leuchtet plötzlich etwas auf der Konsole von Zelda Diaz, die hochblickt. Captain, wir haben ein weiteres Signal auf den Sensoren aufgenommen. Ein weiteres kardassianisches Schiff scheint sich uns zu nähern. Sie tippt noch mal kurz rum. Captain, es scheint sich hier um das Flaggschiff der kardassianischen Union zu halten, die neu zugelassene Damar. Das zweite kardassianische Schiff, das noch mal ein ganzes Stück größer ist, nähert sich bedrohlich der kleinen USS Hawking und der relativ großen Alaxon. Schön. Und ja. Acht Wochen lang kriegen wir nichts auf den Kasten, aber sobald wir hier sind. War doch klar.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir auf massive diplomatische Probleme zu steuern. Ja. Es lohnt sich, glaube ich, die in einer eigenen Folge auszuspielen. Florian, hast du dann nochmal dieses Handbuch der Sternenflottenregulation? Ich muss mal gucken, wo es ist. Ich schick's dir mal. Du musst nächste Woche 1000 Seiten lesen. Unter dem Stuhl können so einen riesigen Wälzer rausholen. So. Ist das unter M wie Meuterei oder unter D wie diplomatischer Zwischenfall? Das ist unter C wie kardassianische Arschlöcher. Oder K wie Katastrophe. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen normativ. Ja. Und wir haben es die Arbeiter geschafft, eine 100-köpfige kardassianische Besatzung zu... Also ein kardassianischer Kreuzer hat sogar noch mehr. Die haben fast 600 Mann Besatzung. Also ist ja unklar, ob die jetzt nach dem... Die Frage ist, wie viele von denen sind Kardassianer und wie viele Arbeitersklaven? Wenn in Julias Welt ein kardassianischer Kreuzer 100 Mann Besatzung hat, dann ist das so. Erstens das. Die hat ja Hunderte gesagt. Mehrzahl. Der Soldat hat Hunderte gesagt. Ich hab jetzt nur runter... Hunderte, okay. Ja, vielleicht übertrieben. Man weiß es nicht genau. Also es ist ja nur eine subjektive Nachricht und nicht eine objektive Beschreibung, die wir da jetzt wieder... Außerdem, geben. Vielleicht wollte er auch immer nur angeben. Ich meine, sie haben alles ausgesourced. Er war der einzige Kardassian auf diesem Schiff. Vielleicht waren die vorher auch schon von irgendeinem stressigen Gedankenvirus fast ausgelöscht worden, weil dafür sie war nur im Bett lagen und naja. Dafür war zu viel kardassianisches Blut an den Wänden. Es war auch ganz schön viel Sutak-Blut an den Wänden. Ja. Also da waren wahrscheinlich vorher auch ein paar mehr von denen. Also das ist vermutlich 50-50. Also ja. Vielleicht waren es mal 200 Kardassianer und 250 Sutak. Wenn man halt alles outsourced. Ist aber auch nicht so wichtig, ne? Ja. Das findet ihr dann in der nächsten Folge raus. Ja. Außerdem, ich kann mir vorstellen, dass nach dem Zusammenbruch und dem Neustart auf Cardassia sie vielleicht nicht mehr sich immer hundertprozentig an die Vollbesetzung ihrer Schiffe halten. Das so. Und möglicherweise mehr Prävorp-Zivilisationen auf die niederen Schiffsfunktionen Shanghai. Vielleicht war das auch eine sehr junge kardassianische Crew. Junge Crews sind ja besonders unzuverlässig. aber diese Arbeitsbedingungen erinnern mich schwer an Ferengi-Verträge. Tut mir leid. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sind hier im Kardassianer-Ferengi-Raum. Also vielleicht gibt es ja kulturellen Austausch. Das ist Austauschstudenten wie Riker damals auf dem Klingonenschiff. Ferengi mit Kardassianern. Ich freue mich auf Ferengi-Austausch-Ghoul. Ich freue mich auf jeden Fall auf das sich abzeichnende moralische Dilemma. Moralische Schwierigkeiten, ja, moralisches Dilemma, genau. Fast schon Trilemma, dem wir entgegensteuern. Ja. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Diplomatische Lösung, alles andere gewinnen wir nicht. Schalten Sie doch nächstes Mal wieder ein. In zwei Wochen machen wir weiter, richtig? Ja, genau. Wie immer. Also wir können auch, wenn ihr dann sagt, okay, weil es jetzt eine Doppelfolge ist, wollen wir das irgendwie früher machen. Ansonsten war der Turnus eigentlich zweiwöchentlich geplant. Ja. Genau, nächste Woche haben wir jetzt schon an der Stelle DSA eingeplant. Bleiben wir bei unserem Zwei-Wochen-Plan, das finde ich echt gut. Und auch in dieser Folge haben der Doktor und der Captain nicht geklärt, welcher Tee der Überlegene ist, ob es Darjeeling ist oder... Takalianischer. Ja, habe ich von Dr. Bashir geklaut, den takalianischen Tee, als ich spontan ein Heißgetränk brauchte, was das erste, was mir einfiel. In dem Sinne, bis gleich, bis morgen oder bis morgen Abend. Tschüss. Tschüss.